Hallo und herzlich willkommen zum Ninjacast, Ausgabe 100 und Nummer 4. Diesmal leider nur zwei Jungs für euch am Mikrofon, weil die ganzen Damen alle keinen Bock auf einen flotten Dreier hatten. Wer zwar das sie behalten. Und ja, der ist natürlich der Benni. Guten Abend. Und der ich. Hallo. Und ja, wir haben natürlich wieder einen bunten Strauß an Themen für euch vorbereitet. Womit fangen wir an, Benni? Ich glaube, ganz aktuell und mittlerweile noch größer gehypt als die ganzen MMOs, dürfte ja eigentlich ein Spiel sein, was jetzt noch gerade in der Beta ist, glaube ich, in ein paar Tage zumindest noch. Oder auch, glaube ich, schon wieder raus. Titanfall. Die Hoffnung aller Ego-Shooter. Das ist dieses Ballerspiel für die Xbox One, ne? Und für den PC natürlich. Das kommt für einen PC? Selbstverständlich. Das habe ich bei diesem ganzen Hype das ist jetzt hier auf dieser neuen Konsole und nicht mehr für die alte Generation, habe ich das komplett überlesen. Nee, das kommt auf den PC und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat es da sogar grafisch deutliche Vorteile. Und habe ich mir mal reingezogen am Wochenende, im vergangenen. Und ich fand's schon mal ganz nett. Ich schleiche ja auch immer auf Amazon um diese verdammt geile 300 € Collectors Edition rum mit irgendwie einem 42 Zentimeter Kampfmech und sowas, den man sich schon zum Verstauben ins Regal stellen kann. Aber ich fürchte, das würde Schreierei und Gezeter von meiner besseren Hälfte auslösen. Ergo investiere ich das eben in Waschmaschinen oder ähnliches. Hurra. Okay, ganz einfach. Was ist Titanfall? Man kann es eigentlich nicht einfacher beschreiben. Es ist ein Call of Duty mit Mechs. Eben den besagten Titans. Ich habe ein paar verschiedene Spielmodi mir angeguckt, die ich auch alle ganz spaßig fand. Also grafisch kann man dem Spiel eigentlich jetzt mal, um das abzuschließen, sieht cool aus. Ordentlich, ganz schick. Multiplayer ausgelegt, Singleplayer-Kampagne habe ich nicht gesehen. Soll es auch nicht geben. Genau, wird es auch keine geben, soweit ich weiß. Was hier gibt, dann noch vielleicht doch was reingebastelt. Es gibt einen Story-Modus für den Multiplayer, wo man dann eben so eine Art Handlung in Mehrspielergefechten bekommt, keine Ahnung, wahrscheinlich einmal durch alle Karten durchspielen oder irgend sowas. Ich habe da stimmt. Jetzt nichts weiter zu gelesen. Den gibt's ja auch noch nicht in der Beta. Also in der Beta kann man ja, glaube ich, nur auf einer Karte auf zwei Karten rummachen, ne? Waren es zwei oder drei? Ich glaube, auf jeden Fall gab es drei verschiedene Modi, die man auswählen konnte. Einmal halt ganz, ganz simpel Last Titan Standing, wo man halt einfach nur quasi im Deathmatch sich gegenseitig abschießt, im Team-Deathmatch wohlgemerkt, zwei Teams gegeneinander und dann die feindlichen Titanen zerlegen muss. Das Schöne ist, wenn dieser Titan, den man drin sitzt, kaputt ist, dann ist das Spiel noch nicht direkt vorbei für einen, das ist natürlich der letzte Titan des eigenen Teams, sondern man ist dann noch der normale Pilot und wird aus dem Titan rauskatapultiert mit so einem Schleudersitz. Man kann übrigens auch jederzeit einfach so aussteigen, wenn man das dann für nötig hält und den Titanen dann per Fernsteuerung so ein bisschen kommandieren. Der kann also folgende fantastische Befehle, Sitz und Folg quasi. Also macht er eigentlich nicht, so wart auf mich und komm mir hinterher. Aber wehrt sich dann wenigstens gegen andere Gegner in seiner Umgebung, wenn man ihn da auf abstellt quasi. Was halt ganz cool ist, man kann ihn halt da hinstellen, ballern lassen und sich von hinten mit einem fetten Raketenwerfer an den feindlichen Titanen reinschleichen oder, was eigentlich ziemlich cool ist, sogar auf den Titanen des Gegners draufhopsen und wie so ein kleiner, so ein Floh quasi im Genick eines Hundes, den dann fies beißen und so weiter, aber mit dem Effekt, dass man immer den Titanen halt kaputt kriegt. Ich möchte keinen Floh im Genick haben. Ja, wer möchte das schon? Ansonsten ganz cool, man kann also nicht nur ballern, sondern auch die Gegner auf die Fresse hauen mit dem Titan, sprich man rennt da halt hin. Man kann so ein bisschen so nach vorne gleiten mit dem Titan, der kann also nicht springen, sondern halt so Sidesteps und vorne und zurück so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, ein bisschen wie auf Rollschuhen fast schon nach vorne gleiten, so 10, 15 Meter, sage ich jetzt mal, gefühlte virtuelle Meter. Weiter konnte ich auf Rollschuhen auch nie gleiten, bin ich immer hingeflogen. Ich will es gar nicht erzählen. Meine Erfahrung mit allem, was sich unter meinen Füßen schnell wegbewegt, ist grausamst. Ja. Rollschuhe angezogen als Kind, zwei Schritte gemacht, hingefallen. Ich glaube, ich habe mir einen Zahn ausgeschlagen und irgendwie bin ich auf den Mund gefallen. Jedenfalls geblutet wie Sau. Ein paar Jahre später Skateboard draufgestellt, gewackelt, hingefallen, irgendwas am Steißbein wehgetan. Wiederum einige Jahre später Schlittschuhlaufen mit meiner Mutter auf einem See in Bonn. Ein Schritt, zwei Schritt, ich falle rückwärts zurück und knalle wiederum mit dem Gesäß auf so eine Steinumrandung dieses Sees in der Rheinau in Bonn, wer das kennt. Sehr freundlich, sehr schmerzhaft. Und dann noch einmal ein paar Jahre, man merkt schon, ich lerne es nicht wirklich, später mit der Schule Eiskunstlaufen, sage ich schon, das haben vielleicht die anderen gemacht, auch da über das Eis geeiert und quasi eine gute Stunde gebraucht, bis ich einmal um diese Eisbahn rumgerobbt quasi war, während sich meine Klasse köstlich über mich und über alles andere amüsiert hat. Nee, Schlittschuhe sind doof. Aber zurück zu Mechs. So einen hätte ich schon ganz gerne in alltäglichen Parkplatzkampf. Das wäre ganz praktisch, glaube ich. Ansonsten hat das Spiel auf mich einen ganz coolen Eindruck gemacht. In den zweiten Spielmodi, den es gibt, startet man erst ohne Titan.
und muss dann gegnerische, es gibt also auch so ein bisschen wie in sowas wie League of Legends und sowas, naja, ein bisschen hochgegriffen, aber so computergesteuerte Soldaten, die halt irgendwie rumflitzen von Punkt A nach B, also was ich, ein paar verschiedene, Spectre und einen normalen Grunt, also Infanteristen und sowas, die halt auch ein bisschen kämpfen, die aber wirklich total leicht zu besiegen sind. Und wenn man die abschießt vom gegnerischen Team, bekommt man, fügt man ihm, was ist das, Attrition, also Verschleiß, müsste man das deutsche Wort dafür sein, zu. Und kann halt dafür sorgen, dass das gegnerische Team auch ein bisschen schwächer wird, beziehungsweise man selber schneller seinen Titanen beschwören kann, in Anführungszeichen. Der wird dann per Titanfall, daher kommt der Name, aus dem Himmel geworfen und landet dann, man kann halt reinhüpfen und dann mit dem Titanen halt eben loslegen. Gibt verschiedene Klassen, wie man es aus Shootern so kennt, so ein Tank-Titanen quasi, ein Assault-Titanen, Artillery-Titanen und so weiter. Und auch wieder für den Piloten, der am Schluss drin sitzt, noch wieder eigene Klassen, wo man halt wieder diverse Sachen freischaltet und sich hochlevelt, wenn man ganz viel und toll rumballert und so weiter. Ja, hat mir schon Spaß gemacht. Eine Zeitschrift, ich glaube, es war die GameStar, hat die Frage gestellt, ist es mehr als Call of Duty mit Titanen? Nö, finde ich nicht. Also eigentlich ist genau wie alle anderen Shooter, was mal den Titanen sitzt, ist wahrlich kein schlechter. Aber jetzt auch keine große Revolution. Also ich bin auch relativ sicher, dass ich mir das kaufen und spielen werde, aber jetzt irgendwie fantastisch genial. Es gibt zum Beispiel keine zerstörbaren Umgebungen, wie es bei Battlefield 3. Das fand ich sehr, sehr merkwürdig, als ich das gelesen habe, dass man gar nichts zerstören kann. Mir hat mich auch ein bisschen gewundert, weil gerade bei so einem Titanen wird es ja total passen, ne? Weil der marschiert durch die Stadt und macht halt alles Kleinholz, ne? Wäre logisch quasi, ne? Wer den letzten Superman-Film gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Oder eben, wer ist denn der andere Cooler mit den, der Bekloppte mit den Aliens? Wer ist denn gleich? Sag mal, Pacific Rim, genau, sowas. Kenn ich nicht. Achso, ist der Kinofilm da mit Aliens kommen auf die Erde aus dem Wasser raus und da sind so komische fette Riesen, Mega Power, Super, Hyper, Duper, was auch immer, Mechs, die denen halt auf die Fresse hauen. Punkt. Cool. Ja, klappt auch irgendwie erst nie, bis halt dann die Hauptdarsteller in den Mech sitzen. Dann klappt's. Was ich gelesen hatte, war, weil du sagtest, dass es irgendwie nichts Neues dazu bringt. Was ganz nett sein soll, ist die Größe der Karten im Sinne von, dass sie eben nicht in die Breite, also flächenmäßig sonderlich groß sind, sondern dass sie einfach verschiedene Höhenebenen haben. Gerade wenn man in irgendwelchen Städten oder Vorstädten unterwegs ist und dann, wenn man als Pilot unterwegs ist, eben in mehreren Ebenen denken muss, was den Kampf wohl verbessern soll, weil man unglaublich hoch springen kann und dabei aber kein Leben verliert, wenn man auf dem Boden aufknallt. Das heißt, dass man eben nicht nur gucken muss, ob da der Gegner irgendwo auf einem Hügel in Sniper-Position lauert, sondern dass man eben in so einem Haus auf 3-4 Geschossen agieren muss. Und das soll ganz nett sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Aspekt. Ist mir jetzt gar nicht so dramatisch als toll neu aufgefallen. Ich meine, Hochhäuser gibt es auch im Battlefield, so ist es nicht. Und sonstigen Shootern halt. Ich meine, da kann man auch in mehrere Stockwerke reinlaufen. Ja, Reinlaufen, du bist ja nicht so schnell unterwegs. Ja, das stimmt, weil die Piloten so ein bisschen auch dieses Parcours noch beherrschen. Sprich, die können so an der Wand langflitzen quasi oder eben so einen Doppelsprung machen, sich in irgendwelchen Kanten hochziehen und so weiter. Das ist schon ziemlich cool eigentlich, klar. Ob das jetzt wirklich tatsächlich so revolutionär neu ist, darüber lässt sich jetzt wieder streiten. Ich sag ja, an dich fand ich den Shooter auch ganz cool auf jeden Fall. Was gibt's noch zu sagen? Nö, halt auf jeden Fall. Nur für 6 Spiele, also pro Seite. Ja, hat mich aber auch nicht groß gestört. War eigentlich, das ist so ein Ding, gerade wenn die Titanen am Anfang unterwegs sind und man sich durch enge Gassen quasi durchbegibt, ist es sehr, sehr häufig passiert, dass man sich einfach mal gegeneinander gerannt ist, was dann relativ wenig heroisch wirkt, ja. Erinnert vielleicht so ein bisschen jetzt an die deutschen Langläufer oder sowas, die da gestern aufs Maul gefallen sind bei Olympia. Aber so ähnlich wirkt es dann schon, wenn halt so 3-4 Titanen ineinander verkeilt sind und ich habe dann irgendwann auch den Voice-Chat ausgemacht, weil er immer so, Alter, geh mal von meinem Titan runter, du Penner! Und sowas halt eben durchgeschrien wurde auf Englisch oder was auch immer. War auch jetzt unterhaltsam, aber naja. Das aber ist halt... Mit integriertem Voice-Chat? Yes, ist es nix für mich. Kannst du mit Mausklicks kannst du jeden einzelnen muten, der dir auf den Sack geht. Ah, gut. Ich habe ja nun mittlerweile so eine PS3 und da haben wir GTA 5 online gespielt und mich haben sofort Stimmen angeschrien aus den Lautsprechern, dass ich direkt wieder rausgegangen bin aus dem Online-Modus und nicht weitergespielt habe. Bei FIFA-Soccer super mit irgendwelchen Kiddies, die dann schimpfen. Warum willst du gegen dich gewinnen? Ja, weil was bist du so schlecht? Warum gibst du keine Herausforderungen und so? Irgendwas mit meiner Mutter erzählen sie mir immer und naja. Meine Mutter ist eine sehr, sehr nette Frau und ich glaube, das trifft auch auf deine Mutter zu. Selbstverständlich. Was ist da? Ja, wenn sie nur ein bisschen mehr zocken würde. Aber gut, dafür sind wir ja da. Benjamin von Titanfall haben wir jetzt, glaube ich, genug
Wolltest du noch eine Frage stellen, die ich nur so halbwegs beantworten kann? Nö, spontan nicht. Das ist einfach nicht mein Genre und ich glaube auch, dass ich passen werde, wie bei den ganzen letztjährigen Battlefields und Call of Duties und was auch immer. Also das ist mein Genre, ist es eigentlich schon. Wisst ihr, sind die zwei Hauptpunkte, die mir eigentlich fehlen, sind eben die Zerstörung. Hätte ich für sehr wichtig gehalten. Fände ich sehr, sehr cool, wenn das eben gehen würde. Zum anderen finde ich so ein bisschen, bleiben sie unter ihren Möglichkeiten. Weil ich habe ja eben schon diese KI-gesteuerten Truppen auf beiden Seiten angesprochen. Aus denen könnte man richtig was machen. Wenn man da sich die Popularität eines LOL oder sowas eben vor Augen führt und diese Truppen, also ich sage immer einfach, die heißen sie Minions, wie heißen sie bei LOL gleich? Hilf mir. Ja, Vasallen. Vasallen, oh, Entschuldigung, genau, Vasallen. Ich glaube mal bei Minions. Also wenn man diese quasi die KI-gesteuerten Minions da mehr ins Spielkonzept einbauen wird, dass es eben so eroberbare Basen gibt, dass es so Türme gibt und so weiter, eben genau wie bei League of Legends etc., den ganzen MOBAs da draußen. Das wäre ein guter Schritt für das Spiel. Vielleicht hört ja jemand von Electronic Arts zu und ruft schnell in Amerika an und sagt, Jungs, der Emmerich hat eine super Idee, auf die wir noch nie gekommen sind. Baut das doch mal schnell ein. Wäre jedenfalls cool. Bis dahin, trotzdem werde ich mir das zu Gemüte führen, auch ohne die 300 Euro Collectors Edition mit dem blinkenden LED-Lämpchen drin sind. Egal. Gut, Benny, was hast du gezockt? Gar nichts, weil du ja gerade LOL kurz angesprochen hast und meintest, dass man verschiedene Spielmodi in solche Mehrspielerspiele einbringen könnte. Bei League of Legends geht es am 20.02. wieder für, ich glaube, 3 Wochen sind es, ein neuer Spielmodus online. Wow. Und zwar der Pentakill ist 5, was ist ein 6 nochmal? Hexakill, genau. Hepta war dann 7, ne? Müsste eigentlich, ja. Ja. Der Hexakill geht online. Das heißt, dass man auf der normalen Standardkarte, wie man sie kennt, aus der Kluft der Beschwörer, statt mit 5 Leuten pro Team, mit 6 Leuten pro Team spielen kann. Also genauso wie bei Titanfall. Nur, dass du da eben die ganzen von allein laufenden Vasallen hast. Könnte sehr witzig werden, weil du einfach eine komplett neue Dynamik reinbekommst, auch wenn es jetzt erst im ersten Moment nicht besonders kreativ klingt, noch einen 6. Mann drauf zu schicken. Aber die starken Bahnen, die man ja momentan hat, dass irgendwie 2 Leute auf der Botlane sind, einer Toplane, einer Midlane und einer rennt durch den Dschungel, das wird ja damit aufgebrochen, weil du jetzt eben den 6. Mann übrig hast und damit eine der Lanes verstärken könntest oder mehr im Dschungel machen könntest, könnte ein ganz witziger Zeitvertreib werden. Also das ersetzt nicht das bisherige Spielprinzip, sondern wird für eben ein paar Wochen freigeschaltet, dass man es aus Spaß spielen kann. Verrückt. Und das machen die Leute ab und zu mal. Als letztes gab es den All-for-One-Modus, der aus einem Bug entstanden ist, den es vor, oh Gott, vor einem Dreivierteljahr oder so mal gab. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. War jetzt über Weihnachten aktiv. Das heißt, am Anfang der Karte werden 5 Leute in die Lobby geworfen, so dass sie sich darauf einigen können, welchen Helden sie spielen wollen. Dann spielen alle 5 Spieler den gleichen Helden. Und das ist ja bei League of Legends normalerweise nicht so. Da ist jeder Held pro Karte nur einmal verfügbar und dann muss ich eben einigen, wer was spielt von den 117 Helden, die es da gibt. Und bei diesem All-for-One-Modus war es eben so, dass 5 Leute pro Seite den gleichen Helden gespielt haben, auf der anderen Seite logischerweise auch 5 Leute einen anderen gleichen Helden gespielt haben. Und da sind witzige Kombinationen zustande gekommen. Zum Beispiel 5 Blitzcranks, das würde dir jetzt nichts sagen, aber das ist eigentlich ein Support-Char, der das ist ein kleiner Roboter. Er kann mit seiner Faust Gegner ranziehen. Und du glaubst gar nicht, wie viel Spaß es macht, wenn 5 Blitzcranks zusammen auf Gegner draufstürmen und sich gegenseitig die Gegner wegziehen. Dinge dabei, wir haben die Leute einfach nur durch die Gegend geschmissen die ganze Zeit und die Leute sind nicht glücklich geworden. Ist total nicht ausbalanciert gewesen, aber wer braucht denn so einen Scheiß, ne, wie Balance? Es war eine lustige Woche, die wir da verbracht haben mit den verschiedensten Helden. Also die Leute von Riot machen das ab und zu mal. Jetzt eben der 6-Mann-Modus. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht gibt's das ja irgendwann mal als richtigen Spielmodus. Ich bin ja ein gehässiger kleiner Mistkerl. Ich musste sofort, als du es eben erzählt hast, an diesen wunderbaren Artikel vom Postillon von Anfang Januar denken, wo es darum ging, der Erfinder des 2, 3, 4, 5 und 6 Klingenrasierers hat keine Ideen mehr. Der Postillon, wunderbare Satire-Seite. Einfach mal drauf surfen. Der Postillon geschrieben. Ja, und so. Sind ab und zu ganz witzig. Ich fand das eigentlich eine praktische Überleitung, die du mir auch gerade verschafft hast mit deinen Sachen. Ja, klasse. Nicht abgesprochen, die NDA, also dieses Bitte redet nicht über unsere Spielvereinbarung von TESO, der ESO, wie auch immer, Elder Scrolls Online zumindest, ist weg. Man darf jetzt also darüber sprechen. Und auch ich habe mich diesem Stresstest durchgestresst
Und wie ich jetzt da auf die Überleitung komme, ich hatte nämlich einen Nahkampfcharakter gespielt, der eine Fähigkeit besaß, eben Leute mit so einer Kette quasi zu sich ranzuziehen. Oh. Mhm. Und ansonsten, du hast These noch gar nicht angeguckt, oder? Nee. Ich habe, warum auch immer, keine Einladung bekommen. Und das eine Mal, dass ich bei einem Freund in den Laptop reingucken konnte, hat es mich so wenig interessiert. Aber an dem Abend habe ich Bier getrunken. Von daher ist das nichts, was sagt nichts über das Spiel aus, dass ich nach 5 Minuten wieder weggegangen bin und mich wieder meinem Bier gewidmet habe. Ja, bei Teso geistern ja eigentlich gerade so zwei Fragen großartig im Raum rum. A, ist es gut und B, ist es überhaupt? Und ich finde, beide kann man einfach mal einem fröhlichen Ja, ist es, beantworten. Denn es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte allerdings nicht erkennen, was es in irgendeiner Form anders macht als alle anderen MMOs davor. Ja, also jetzt von wegen, ich habe irgendwo gelesen, das Quest-Design ist so viel besser. So, ja, nö, eigentlich finde ich das jetzt nicht. Hört sich genauso. Wobei ich da gehört habe, dass das irgendwie erst sehr viel später losgehen soll. Das heißt, die ersten Stunden unglaublicher Standard-Mumpitz und dann irgendwann soll ähnlich wie auch in einem Skyrim mal ein paar ausgefallene coole Quests dabei sein. Denn auch sowas also, wie in Skyrim oder Oblivion war ja nicht durchgängig cool mit Quests, sondern es hatte so kleine Highlights. Vollkommen richtig, ja. Also das mit die Einschränkung muss man natürlich machen. Ich habe, glaube ich, bis Level 13 oder so nur gespielt, 12, 13 irgendwo dazwischen. Von daher, da gab es schon, es gibt so eine Hauptquest-Storyline, der man folgen kann und so weiter. Das ist schon ganz nett inszeniert und so weiter und so fort. Das ist durchaus auf keinen Fall jetzt schlecht oder scheiße oder irgendwas in der Art, ja. Nur es ist halt eben auch wiederum nicht herausragend anders, ja. Das hat also ein Star Wars The Old Republic ebenso, wenn nicht besser inszeniert, ja. Man hat jetzt, du kannst jedem Charakter, den du halt wichtigen Charakter, zu dem du gehst und ansprichst, kriegst du so einen kleinen Dialog quasi, ganz mit dem die Kamera zoomt dann so einen ran und du siehst ihn so quasi vor dir, wie man es halt im Rollenspiel kennt. Das Ganze ist auch extrem bemüht darum, Skyrim-ig zu sein, sage ich mal. Man kann auch schön aus der Ego-Perspektive spielen, habe ich auch die ganze Zeit gemacht. Ich habe irgendwie nach einer Stunde erst gemerkt, dass ich auch rauszoomen kann, weil ich es gar nicht wollte. Ansonsten, ich habe einfach auch komplett, muss ich gestehen, für mich alleine vor mich hingespielt. Ich hatte auch gar keine Lust, die anderen Leute... So spielt doch heutzutage jeder MMORPGs. Es ist der Punkt. Was man sich immer gewünscht hätte, wäre eigentlich so ein Skyrim, was man im Koop spielen könnte oder sowas in der Art, ja. Haben ja auch schon viele gesagt. Und das ist halt jetzt die Möglichkeit da. Es hat mich jetzt von der Quest her etc. gar nicht groß gestört, dass man nicht dieser einsame Retter der Welt ist, was ja viele auch sagen, vom Feeling her ist es ein bisschen strange. Das finde ich, kann man ganz gut ausblenden. Ich meine, klar, da kommt man hin, oh, nur du kannst uns helfen. Da stehen schon 5 Mann in der Schlange und die laufen gerade wieder weg. Also denkst du, was haben die gemacht? Die haben nur was abgeliefert. Okay, klar, der hat ja mal Hunger, hat sich was zu essen bestellt. Kann ja mal sein. Wenn man das gar nicht groß beachtet, dann ist es eigentlich, finde ich, jetzt kein dramatischer Stimmungsverlust. Die Stimmung im Spiel fand ich sehr, sehr gut. Atmosphäre und so weiter hat mich echt reingezogen. Fand ich schön. Haben sie auch gut gemacht. Grafisch, musikalisch, alles sehr in Ordnung, auf jeden Fall. Nur halt eben an Neuerungen. Persönlich habe ich jetzt gar nichts mitgekriegt, ja, Crafting etc., was man da so machen konnte, alles schon war gewohnte Kosten, auch die Quest an sich. Ich muss jetzt allerdings sagen, ich habe keinerlei Gruppenaufgaben wahrgenommen, was man auch gar nicht musste, was ich auch ganz gut finde. Also ein paar Schwierigkeiten, finde ich, haben sie noch, was Interface angeht, was Anzeigen von Quests etc. angeht, wo man jetzt genau hin muss und so weiter. Zum Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, kann man sich nur 1 oder 2, also sehr wenige Quests, ich glaube, du kannst tatsächlich nur 1 auf der Karte immer anzeigen lassen. Was mich, also so als Zielmarkierung quasi, was mich immer so ein bisschen irritiert hat dann, weil ich ja ganz gerne jemand bin, der, ich gehe jetzt mal nach Osten und mache dann all die Quests im Osten fertig. Oder so Sachen wie, ein Quest wird einem angezeigt, aber man findet halt den Weg nicht, weil die Karte doch eher so ein bisschen künstlerisch gehalten ist. Man kann halt gar nicht richtig gucken, wo ich jetzt langlaufen muss, da war ein Berg dazwischen und so, und ich auf der Karte gar nicht sehen konnte. Und das ist halt so ein bisschen nervig. Oh, halt. Das hat für mich am Anfang bei Herr der Ringe Online das Genick gebrochen. Ja, das Spiel, weil die Karten dort auch so schlecht waren. Ja. Dass man sich nicht zurechtgefunden hat. Tja, muss man sich natürlich, das wissen alle, muss zugeben, das ist mir ein einziges Mal passiert in der ganzen Spielzeit da, dass ich es überhaupt nicht gefunden habe und halt so ein paar Mal, wo ich dachte, ach so, ach ja, du musst da hinten jetzt rum oder musst jetzt halt den Weg darauf oder mal links oder um den Berg rum anstatt rechts gelaufen und solche Sachen. Aber das könnte ja ein ganz netter Kompromiss sein, wenn man sich zumindest grob die Richtung vorgeben kann, was für eine Quest man da jetzt in der Ecke machen will. Ich habe für mich festgestellt, damals, als bei einem World of Warcraft der Quest-Tracker eingeführt wurde, beziehungsweise gab es den ja vorher schon per Add-on, dass ich aufgehört habe, so richtig auf die Quests und die Umgebung zu achten. Ich habe zwar noch die Quest-Texte durchgelesen, weil ich das immer gemacht habe, weil mir auch die Warcraft-Geschichte immer gefallen hat. Das habe ich auch bei den anderen MMORPGs gemacht. Aber dann, die Quest selbst war nur noch abgearbeitet. Man hat gesehen, wo man hinrennen muss, und dann war es nur noch so, okay, ich renne da jetzt hin, bis irgendwann rechts an der
Bildschirmseite, die so ein Häkchen erscheint und dann bin ich fertig. Ansonsten achte ich überhaupt nicht darauf, was ich hier mache. Wohingegen ich in den Jahren davor, auch in einem Herr der Ringe, da gab es ja auch lange Zeit keinen Quest-Tracker, einfach auf die Umgebung geachtet habe, was da ist und mich auch darauf gekonzentriert habe, gegen was für Gegner ich da überhaupt kämpfe, was ich da überhaupt tue. Klar, ja. Beim 100. Mal Wolfsfelle holen, das wurde damit nicht spannend, aber man hat noch mehr auf die Welt achten müssen, anstatt einfach nur diese Liste abzuarbeiten. Das kannst du doch bald bei World of Warcraft ganz einfach mit dem Einsatz von nur $60 umgehen. Dieses Hochleveln. Aber gut, da wollen wir jetzt ja gar nicht schimpfen. Ich wollte noch sagen, ja, ich finde, das hat sehr, sehr gut mit der Story und so weiter schon einen guten Eindruck gemacht. Du fängst halt an, dass du in so einem, wie soll ich das sagen, so einer Parallelwelt, in dem Oblivion bist du halt da drin und so weiter, musst dann erst jemand finden, den du halt dann befreist, so einen Propheten und so weiter, der teleportiert dich aus der Welt dann raus, dem Oblivion, und dann bist du halt in normalen Tamriel unterwegs, aber ihr werdet getrennt und dann kriegst du mal so Visionen von dem, sagt er gerade, ich bin jetzt hier und da und so weiter und hilft doch mal da und dort in dem Ort, wo du jetzt gelandet bist, also ich bin da oben bei den Nords logischerweise gelandet, hab mir da auch ein bisschen ausgeholfen. Die wurden halt belagert von so fiesen Feinden, die habe ich dann ausgeschaltet etc. Und so eine relativ lang gezogene Kampagne quasi, der man auch die ganze Zeit folgt und parallel dazu halt eben so Zwischenquests macht. Das finde ich echt ganz cool. Das hat mich auch so sehr, sehr an Skyrim erinnert, wo man ja auch diesen Hauptplot hat, aber ständig halt links und rechts vom Weg irgendwelche anderen Kleinigkeiten findet. Das richtige Erkunden, muss ich aber sagen, habe ich bei Teso nicht so gemacht. Dass ich da jetzt wirklich rumgelaufen bin, einfach mal, dass mein Radar quasi mir irgendwas Spannendes angezeigt hat und ich da hingemarschiert bin, so, ey, cool, eine Mühle. Das gab es zwar, aber da habe ich also relativ selten was gefunden. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass ich nicht sonderlich aufmerksam geguckt habe und mir dann vielleicht hier und da mal ein Quest oder irgendwas entgangen ist, aber so dieses richtige typische, ich gehe jetzt einfach mal da in diese Katakombe rein, werde am Ende schon irgendwas Spannendes finden, das habe ich, das ist mir zumindest nicht passiert. Wer jetzt jemand anderes gespielt hat und was Gegenteiliges behaupten möchte, bitte. Dann sagt mir, wo die Katakombe ist, dann gehe ich da gucken. Hat das denn so ein Eventsystem, keine Ahnung, Richtung Guild Wars 2 oder was es da gerade Wildstar gibt? Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also wenn es das haben sollte, tut es mir sehr leid. Ich bin ja jetzt kein Journalist mehr, habe mich also nicht großartig da stundenlang in die Dinger reingelesen. Von daher einfach nur mal meine persönlichen Eindrücke jetzt hier rausfeuern. Und nö, also das Eventsystem habe ich nicht bemerkt. Die ganzen Quests waren tatsächlich so, ich muss das und das jetzt erledigen mit den befreie 10, was auch immer, die Klassiker halt. Und habe mich halt ständig nur geärgert, wenn irgendein anderer mir das vor der Nase weggeschnappt hat. Ach, ist das noch so ein Oldschool, einmal angetappt und am Arsch? Teilweise ja, wenn du mit Sachen in der Welt interagieren musst, sind die halt kurz weg, wenn da jetzt irgendwie da so ein komisches, verzeiht mir, ich den Namen nicht weiß, irgend so ein komisches Reittiervieh, im Endeffekt ein dicker Spermium mit Füßen und Zähnen voll dran, so sah es jedenfalls aus. Oh, okay. Ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen, wie die Viecher hier sind, die muss man halt zwischendurch befreien und da war halt tatsächlich immer irgendjemand schneller als ich und dachte, ja komm. Ja. Jetzt haben wir von den Viechern gefühlte 700 befreit. Das sollte eigentlich reichen. 6 sind nur zu befreien gewesen. Naja, aber es ist ja auch nicht schlimm. Die spawnen halt nach ein paar Sekunden wieder und tauchen wieder auf. Das ging schon, aber das ist eine relativ seltene Quest. Ansonsten war es halt einfach viel die normalen, töte jenes Counter und so weiter und rede mit dem und so weiter und so fort oder hilf halt da. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht an irgendwelche Events. Nee. Ich weiß nur, dass die Quest mir als solche im Endeffekt ganz gut gefallen haben. Ich habe jetzt ja eben gesagt, die waren nicht innovativ. Das müssen sie ja auch gar nicht unbedingt sein. Sie können ja trotzdem gut geschrieben, gut erzählt sein. Und das fand ich, waren sie gut weg, ne? Also durchweg, nicht gut weg. Also, durchweg. Also es ist mit so einer Story, wo du halt erst, um diese Stadt zu retten, die man da befreien soll, holst du halt so einen komischen Feuerdämon aus grauer Uhrzeit. Dann läuft das Vieh, nachdem er die Stadt quasi gerettet hat, aber auch ein bisschen Amok. Dann soll er wieder weggepackt werden, was jetzt aber relativ schwierig ist. Dann musst du erst mit so einer Vision quasi herausfinden, wie er denn damals besiegt wurde. Dann lernst du so eine alte Heldengruppe kennen und solche Dinger. Erfährst von einem großen Verrat und so. Also schon sehr, sehr cool gemacht. Und ich möchte auf jeden Fall diese Story, die mein Charakter da erlebt hat, auch weiter erleben, bis zum Schluss zumindest. Und das lässt mich so ein bisschen an Guild Wars 2 auch denken. Ne? Wo ich dann sage, klar, der ganze Teil mit der Story und so war richtig geil, aber als sie vorbei war im Endeffekt, die ist ja, soweit ich weiß, immer noch nicht die konkrete Charaktergeschichte fortgesetzt worden, da ist so ein bisschen die Luft raus gewesen. Ne? Deshalb weiß ich gar nicht, ob sie sich mit dem MMO da jetzt einen riesen Gefallen getan haben. Es hätte wahrscheinlich auch als normales Spiel, gut, vielleicht wird es mehr Geld abwerfen, aber was ich nur sagen kann, abschließend, meine Meinung momentan ist, dass es jedem, der eigentlich Skyrim mochte, auch das Teso mögen wird.
Dann bin ich raus. Was natürlich fehlen wird, sind, denke ich mal, Mods. Das wird im MMO ja wahrscheinlich nicht so gehen. Also würde gehen, aber wird eben nicht passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Bethesda das zulässt. Oder ZeniMax in dem Fall. Und boah, mal abwarten und viele Unkenrufe, die man überall hört, dass es grandios scheitern wird und in einem halben Jahr Free-to-Play und eingestellt ist und so weiter. Glaube ich nicht. Das wird sich seinen Platz erkämpfen, wie viele andere. Es ist qualitativ durchaus gutes Spiel, kann man nicht anders sagen. Oh ja, ich lasse mich überraschen und bin dann sehr gespannt und werde jetzt auch der Betas oder sonstigen Stresstests fernbleiben, damit ich dann, wenn es endlich dann am 4. April kommt, auch wieder völlig in Ruhe mal einfach vor mich hinspielen kann. Es sind ja nur 1,5 Monate. Richtig. Also ich kann mir heutzutage kaum noch vorstellen, dass ein Entwickler ein MMORPG programmiert, das für Abo ausgelegt ist, ohne dabei im Hintergrund oder im Hinterkopf irgendwie sich eine Umstellung auf Free-to-Play zu behalten. Denn die letzten, alle letzten, da ja nun seit einer halben Ewigkeit jetzt auch Rift zu den Free-to-Play-Spielen zählt oder Hybrid-Spielen, mittlerweile sind alle irgendwie den Free-to-Play-Weg gegangen. Ja, klar. Ich meine, logischerweise auch WoW kann man da verstehen, solange die eine Bereitschaft von Leuten haben, jeden Monat dafür rund 10 Euro zu bezahlen, ja, warum zur Hölle sollten die es auch komplett umstellen, ne? Das wäre ja total bekloppt. Sie haben ja die ganzen Free-to-Play-Komponenten trotzdem drin mit Hüten, die man kaufen kann, Reittieren und Haustieren und jetzt eventuell, wir wissen es ja noch nicht, auch diesen die Charakterhochstufen für 60 US-Dollar. Es ist gar nicht bestätigt, das wäre ein offizielles. Nee, das war auf dem Live-Server ganz kurz freigeschaltet. Ach so. Also das der Screenshot, den es da momentan im Internet gibt, wo man sich eben einen Stufe 90 Charakter für 60 US-Dollar kaufen kann, direkt bei Blizzard, der ist von den Live-Servern, aber war dann auch sofort wieder weg. Und ach so. Jetzt weiß keiner, ob das nur ein Test, also es war höchstwahrscheinlich ja nur ein Versehen, aber ob der Wert nur ein Testwert war. Mhm. In der Vergangenheit haben sich alle Werte, die sie irgendwann mal in Betas drin hatten, immer als im Nachhinein als wahr rausgestellt. Also ich kann mir da nicht vorstellen, wie auch einige andere Leute gemutmaßt haben, dass sie das auf 20 Dollar oder so runtersetzen. Kann ich mir nicht vorstellen, von daher. Aber die haben ihr Free-to-Play-Modell mit drin integriert irgendwie, von daher. Die Woche brachte ja noch mein lieber, persönlich hochgeschätzter, tatsächlich ist das keine Ironie, Designerlegende Peter Molyneux ein neues Businessmodell in einem Interview zur Sprache. Invest to play. Ja, also was auch immer damit gemeint hat, ist nicht so ganz klar. Es klang, als ob die Spieler Geld dafür investieren, um das Spiel spielen zu dürfen. Das klang grob nach, ja, kaufen. Da gab es auch ein bisschen Spott in der Szene natürlich dann über ihn, wie so üblich, was ich sehr schade und unverständlich finde. Ja, toller Mann. Ja, jedenfalls wird es immer relativ spannend. Also mein ehemaliger Chef bei Infernum hat das auch mal schön im Artikel geschrieben. Der hat sich immer gewundert, warum einfach Gott in die Welt gerade einfach nur noch hauptsächlich über Bezahlmodelle diskutiert, nicht mehr über Spielinhalte. Das ist schon was dran. Also irgendwie geht's ja bei jedem Spiel nur, was ist es? Oh, größte Meldung ist immer, was, das ist Abo mit Itemshop, wie können sie nur, verbrennt die Hexe so ungefähr. Und also was das Spiel wirklich im Endeffekt richtig und gut macht, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind doch alle bereit für Unterhaltung relativ viel Geld zu investieren, von daher, mein Gott. Ja, nee, aber das ist ein gemeines Thema, weil wir da einen riesen Fass aufmachen könnten. Ja. Bezahlmodelle haben eine unglaubliche Auswirkung auf das Spieldesign. Können sie haben. Haben sie in, lass mich ins Blaue raten, 95% aller Spiele, die nicht auf einmal kaufen ausgelegt sind, hast du irgendwie die Auswirkungen drauf. Wir hatten, glaube ich, schon beim letzten Mal das kurz angedingst, was Wartezeiten und all sowas angeht. Und ich finde es gerade immer wieder bei MMORPGs, in einem Rollenspiel möchte ich mir Dinge erspielen, möchte ich meinen Charakter, meine Rolle leben, in Anführungsstrichen, weil ich Eskapismus so toll finde. Und mir zerstört unglaublich das Spielgefühl, wenn ich es mir alles kaufen kann, wenn ich andere Leute sehe, die sich es nur gekauft haben. Das zerstört mir mein Spielgefühl. Okay. Nenn mich verbittert und dumm, aber ich will ja der Charakter sein, ich will ja flüchten, ich will ja, dass ich auch an meinem Charakter, ohne damit zu protzen, ich will einfach zeigen, hey, das habe ich mir hier erspielt, weil ich in dieser fiktiven Welt lebe und wandle und wirtschafte, kämpfe, was auch immer. Und dann stehen die Knaller, früher war es noch eine Ausnahme, da standen die gekauften Typen, wo du genau wusstest, sie haben sich bei eBay irgendwie Gold gekauft, weil sie sich das nie alles hätten leisten können. Da konntest du sagen, okay, gibt halt solche Leute, aber mittlerweile, das ist doch. Tja. Naja.
Lustige Zeiten, ne? Lustige Zeiten. Früher war alles besser, wir werden alt, genau. Ja, so viel denke ich mal zur Teso. Genug. Ja, dann wird das also nicht the next big MMO, würde ich mal einfach ganz kackdreist behaupten jetzt. Aber wir haben noch ein anderes in der Pipeline, was vielleicht the next big MMO wird, Benny. Das ist ja wohl dein Steckenpferd gerade, richtig? Schon wieder EverQuest Next. Na klar. Und jetzt ist die Imke gar nicht da. Ich glaube, die Imke baut noch fleißig. Ja. Yeah. Du hast mich eben so ein bisschen abgeschreckt, als du mir verraten hast, dass zwischen Alpha und Beta, die wahrscheinlich in den nächsten 2, 3, 4 Wochen losgehen wird, nochmal alles gewiped wird. Ich war ja kurz davor, jetzt schon wieder Geld zu investieren, mich mit dem Early Founder, was auch immer, sowieso Access da reinzukaufen. Aber du hast mir gesagt, naja, wenn es gewiped wird, brauche ich schon noch nichts bauen. Genau, also angekündigt ist der Closed Beta statt für den 31. März oder eher. Mhm. War ja auch schon bei der Alpha so, die ja jetzt am 31. Januar gestartet ist, wie wir schon viel zu oft drüber gesprochen haben. Und zwischen der Alpha und der Beta wird es nochmal einen kompletten Wipe geben. Das heißt, alles, was der Charakter erlernt hat, was er für Ressourcen gemacht hat, erbeutet hat, was er in der Spielwelt abgebaut hat, alles das wird weggenommen. Auch die Baupläne, die man sich ja speichern kann. Also man kann auf seinem eigenen Grundstück Dinge errichten, kann die dann markieren und als Bauplan abspeichern, so dass man die jederzeit mit Copy-Paste wieder irgendwo anders unterbringen könnte. Auch die werden komplett gelöscht. Das heißt, die Baupläne bleiben auch nicht erhalten. Und erst mit der, wenn es dann irgendwann mal von der Closed Beta in die Release-Version gehen wird, dann bleiben so Dinge erhalten wie Progress des Charakters und Baupläne. Dann werden einem nur die Ressourcen weggenommen. Okay. Die man, aber alles andere, was man da schon an Plänen gefunden hat und was man schon entdeckt hat, das wird alles bleiben. Und man muss dann halt nur noch wieder mit einem neuen Claim auf einem neuen Kontinent anfangen und von vorne loslegen. Warum wir das heute schon wieder drin haben, so viel ist nämlich in den letzten Wochen eigentlich gar nicht passiert. Also die Imke hat weiter ihr Prinzessinnen-Türmchen gebaut, während ich mich darauf beschränkt habe, in der Spielwelt irgendwie alles abzubauen, bin dann auch irgendwann von Imke weggezogen. Das hat mir nicht gefallen. Also im Schatten eines Turmes, ich bin da mehr der Baumkuschler. Und habe mich da auf so einem neu errichteten oder neu eröffneten Server direkt ans Portal gestürzt, weil am Anfang war es ja so, dass wir alle sehr wenig Platz hatten und dass man in der Nähe der Spawn-Zone, also dort, wo alle Leute in die Spielwelt reingekommen sind, dort hat man überhaupt keinen Platz mehr gefunden, um einen eigenen Claim zu bekommen. Und deswegen waren wir am Rande der Karte und mussten nur 5 Minuten laufen, um, wenn wir mal in ein anderes Gebiet rein wollten. Das hat mir nicht gefallen, deswegen bin ich auf einen neuen Server gegangen und habe mich da direkt am Portal niedergelassen, mit dem man eben von Kontinent zu Kontinent springen kann. Aber und genau, das ist jetzt viel besser. Genau diese Problematik, die du ansprichst, hat ja wohl auch Sony im Visier. Die wollen das so ein bisschen ändern. Ich habe nur so eine Roadmap von ihnen gelesen, was in den nächsten Wochen jetzt da geschehen soll. Und sie wollen, glaube ich, das habe ich so jedenfalls, versprechen sie das, sollen sie Features implementieren, dafür sorgen, dass die Spieler miteinander größere Sachen bauen können. Dann kannst du ja bei Imke im Schlösschen ein bisschen mitbauen. Ja, also das sind ja überhaupt die Dinge, die jetzt angekündigt wurden, die noch im Laufe der Beta kommen sollen, beziehungsweise jetzt schon im Laufe der nächsten Wochen, also Alpha. Und unter anderem eben Teleportmöglichkeiten sind in der Diskussion, dass man eben nicht mehr diesen langen Laufweg von Portal zum eigenen Claim hat, und dass man sich direkt zu seinem Claim zurückporten kann. Dann die Möglichkeit, mit anderen Spielern gemeinschaftlich zu bauen. Das Berechtigungssystem ist schon im Spiel drin, nur funktioniert's nicht. Das war am Anfang ganz kurz freigeschaltet. Wir haben da auch dran rumgespielt, aber es hat halt keine Auswirkungen. Irgendwas hat da nicht funktioniert und jetzt überarbeiten sie es nochmal. Das heißt, dass man, normalerweise kann man ja in der ganzen Spielwelt irgendwie buddeln und sonst was, außer in fremden Claims, also im Land eines anderen Spielers. Da kann man nichts drin machen. Jetzt kann aber dieser Spieler, dem das Land gehört, verschiedene Regeln für verschiedene Personen oder Personengruppen festlegen und sagen, okay, die können bei mir zum Beispiel in der Erde rumbuddeln, die können meine Lichter anmachen, die können meine Handwerksstation benutzen. Oder die können alles hier machen. Alles das, was ich in diesem Land kann, dürfen auch die machen. Da gibt's verschiedene Regeltypen für eben verschiedene Gruppen oder Einzelpersonen, dass man die auch komplett ausschließen kann für böse Menschen. Und das soll noch reinkommen, was ich sehr gut finde. Und vor allem, dass es größere Claims geben wird. Wird momentan noch diskutiert, wie sie es genau machen. Momentan hat man ja ein relativ kleines Gebiet, in dem man selbst bauen kann und auch nur eins zur Verfügung. Das heißt, man kann einmal seine Siedlerflagge in den Boden rammen und sagen, das Land gehört jetzt mir hier. Das sind dann, keine Ahnung, 50 mal 50 Meter oder so.
Und es wird gerade diskutiert, wie sie es bewerkstelligen können, dass man direkt an seinen eigenen Claim noch einen nächsten Claim dranstecken kann, der einem selbst gehört, so dass man immer größere Claims machen kann. Denn in dem direkten Umfeld des eigenen Claims darf kein anderer Spieler Land für sich beanspruchen. Also gibt's so eine Pufferzone, wo kein anderer Spieler Land in Besitz nehmen darf, aber er kann da drin rumbuddeln und was weiß ich nicht alles, aber er darf keine dauerhaften Gebäude bauen. Und in diesen Pufferzonen soll es dann wohl möglich sein, eventuell, wie sie es auch immer umsetzen wollen, dass man sein Land dort eben vergrößert bis dahin. Finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr richtig, dass sie das machen, denn mein Land ist mir jetzt schon viel zu klein und ich baue noch nicht mal viel. Ich wittere Bezahlinhalte. Glaube ich nicht. Wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, man wird ja mehr als nur einen Claim haben dürfen. Das soll jetzt auch schon im Laufe der Beta freigeschaltet werden. Und der erste Claim ist kostenlos. Jeder weitere Claim wird täglich was kosten. Allerdings glaube ich nicht, dass das Echtgeld ist, sondern das wird eine Ressourcenabgabe, wie auch immer sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie dafür echtes Geld für eine tägliche Abgabe verlangen. Ja, wichtig natürlich, die ganze Zeit reden wir nur über dieses EverQuest Next Landmark. Das hat also mit dem EverQuest Next erstmal per se als Spiel relativ wenig zu tun, nur halt eben, dass vom einen ins andere diverse Sachen übernommen werden, wenn dann irgendwann mal EverQuest Next erscheinen können soll. Übernommen werden. Also es ist nicht so, ja. Das haben wir am Anfang auch ein bisschen anders verstanden, es ist nicht so, dass sie jetzt EverQuest Next Landmark dafür benutzen, um die ganzen Gebäude zu klauen, in Anführungsstrichen, um sie dann in EverQuest Next als hier ist unser Spiel, guck mal, bezahlt jetzt dafür. So ist es nicht gedacht, sondern wenn was richtig cool ist, soll es übernommen werden. Ansonsten sind das zwei vollkommen unabhängige Spiele, die auch parallel laufen werden. EverQuest Next wird ja erst später starten, aber es heißt nicht, dass Landmark dann irgendwann abgeschaltet wird, sondern es ist ein eigenständiges Spiel. Was nämlich noch kommt ist, und das ist das, was momentan noch richtig fehlt, momentan wirkt so ein bisschen wie der Kreativmodus von Minecraft ganz am Anfang. Nur, dass man eben die Ressourcen selbst sich beschaffen muss und die nicht einfach aus dem Inventar rausnehmen kann. Aber man hat nur ein recht beschränktes Crafting-System drinne, schon krasse Baumöglichkeiten. Ich habe ja so eine Zusammenstellung von Screenshots, die ich teilweise selbst gemacht habe, teilweise aus dem offiziellen Forum genommen habe, immer mit Namen, wer das Zeug gebaut hat, bei uns auf Ninja Looter gepostet. Es ist krass, was die Leute bauen und vor allem, wie sie mit den verschiedenen Tools umgehen. Also es ist ja ein Voxelspiel, das heißt, man kann Block für Block wie in Minecraft die Strukturen bauen, aber sie haben dazu noch andere Tools, die man aus Grafikprogrammen kennt, eingebaut. Unter anderem ein Linientool, mit dem man eben Schrägen und all sowas machen kann, was ja in Minecraft überhaupt nicht geht, bis auf die wenigen vorgegebenen. Oder dass man Dinge abrunden kann. Das heißt, ich baue mir eine quadratische Säule, benutze dann dieses Smoothing-Tool und dann wird da so eine richtige schöne Rundsäule draus. Und was die Leute da schon an Tempeln und was weiß ich nicht alles gebaut haben, das sieht schon richtig, richtig geil aus und teilweise auch zweckentfremdet. Also jede Schmiede sieht momentan gleich aus und hat halt eine große Esse, wo Rauch und Feuer rauskommt. Und die Leute haben das Zeug einfach benutzt, um ihre fliegenden Schiffe, die sie oben in die Luft reingebaut haben, also so ein bisschen Peter Pan-mäßig, mit Kanonen auszustatten. Halt einfach die Schmiede um 90 Grad gedreht und schwuppdiwupp, perfektes Kanonenrohr. Ja, also gibt schon richtig, richtig geile Dinge, die da gebaut wurden. Und wirkt eben momentan noch wie so ein Kreativmodus. Das ist aber nicht das, was es am Ende sein soll. Am Ende soll das ein richtiges, eigenständiges MMORPG sein. Das heißt, was jetzt im Laufe der Beta noch kommen wird, ist unter anderem Sterben. Das heißt, man wird Lebenspunkte haben. Man kann dann nicht mehr von überall runterfallen, so wie es momentan ist. Momentan springt und hüpft man durch die Gegend, ohne sich Gedanken zu machen. Also es gibt Lebenspunkte, was es auch irgendwie braucht, nicht wahr? Dazu logischerweise Monster, das heißt, es wird ein Kampfsystem geben, an dem momentan gebaut wird. Das soll auch schon recht bald kommen, schon in einem ganz einfachen Modus. Ich glaube, das ist Phase 2. Also jetzt irgendwie in den nächsten anderthalb Wochen oder so kommt Phase 1 dieser Roadmap und darauf dann die Phase 2. Und da sollen schon der einfache Kampf kommen. Das heißt, Lebenspunkte, Tod, Wiederbeleben, Buffs und so weiter, die man sich bauen kann, die man anderen Spielern geben kann. All das soll mit reinkommen. Und dazu logischerweise Monster, gegen die man kämpfen muss. Sonst würde das nichts bringen. Es wird endlich unterirdische Welten geben und das schon in der ersten Phase, die jetzt eben direkt als nächstes kommt. Das heißt, Höhlensysteme, die man findet. Momentan ist es ja so, diese 8, 9, 10 verschiedenen Erztypen, die man finden kann im Spiel, sind alle irgendwo an der Oberfläche.
Oder manchmal am Ende einer Erzader gibt's noch mal eine andere, bessere Erzader drunter. Aber momentan läufst du über die Spielwelt, hackst Bäume und gräbst ein bisschen an der Oberfläche rum. Das soll mit der nächsten Phase schon geändert werden. Ein großer Teil von der schwieriger zu beschaffenden Ressourcen wird unter die Erde gelegt. Richtige Höhlensysteme, die man eben erkunden kann. Mhm. Was für mich persönlich auch den Reiz in Minecraft ausgemacht hat, dass man sich so ein bisschen in die Erde reingebuddelt hat, weil man unbedingt wieder Eisen brauchte oder auf der Suche nach Diamanten war. Und auf einmal hat man ein riesiges Höhlensystem freigelegt und hat die Buddelei erstmal ad acta gelegt und das ganze System erkundet, was es da alles gibt. Also das könnte unglaublichen Spielspaß hinzubringen. Was wird's weitergeben? Ein Bewertungssystem für die Claims. Das heißt, sie wollen die Interaktion zwischen den Spielern fördern. Das heißt, ein integrierter Voice-Chat soll reinkommen. Das Chat-System muss überarbeitet werden, auf jeden Fall. Integrierter Voice-Chat brauche ich nicht unbedingt. Ja. Aber dass man einen ordentlichen Chat hat für Gruppen und so weiter. Eine Freundesliste, die momentan noch nicht funktioniert. Man kann sich zwar eine Freundesliste anzeigen lassen, man kann auch Leute auf diese Liste einladen, aber kein Schwein kann die Einladung annehmen. Also das heißt, der andere Spieler sieht dann, okay, der will mich auf seine Freundesliste einladen. Was muss ich jetzt tun? Gibt's noch nicht. All diese Dinge werden kommen, eben auch, dass man dann zusammen an einem Claim arbeiten kann. Hatte ich ja schon erwähnt. Die ganzen Bearbeitungstools sollen verbessert werden. Die sind momentan alle noch recht uneinheitlich. Also mal muss man irgendwie Tab drücken, Mausrad benutzen, um Richtungen zu verändern von den Dingen, die man gebaut hat, um Copy-Paste und sowas. Das funktioniert noch alles uneinheitlich. Das soll alles noch ordentlich angepasst werden. Ist auch wirklich wichtig. Dann kommt in Phase 2 schon das Zoe-Mode, also Zoe-Mode, S-O-I-Mode. Das ist dieses System, warum die Charaktere so sehr comichaft aussehen, warum die Frauen so riesige Augenbrauen haben. Mit den Gesichtern das? Genau, wenn du eine Webcam zu Hause hast, sie haben da schon mal ein Video gezeigt und das sah richtig cool aus. Wenn du eine Webcam zu Hause hast, wirst du in EverQuest Next Landmark diese Webcam benutzen können und je nachdem, wenn du redest, wenn du deine Gesichtsmuskeln bewegst, wenn du deinen Kopf schief legst, das wird über die Webcam übertragen und dein Charakter im Spiel macht diese Dinge. Sie haben es gezeigt, sah cool aus. Jetzt bleibt natürlich die große und wichtige Frage, was passiert, wenn irgendein Schelm seine Genitalien in die Kamera hält? Ich glaube nicht, dass auf einmal ein Penis aus der Nase rauswächst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber was macht das Spiel mit den Informationen dann? Bleibt abzuwarten. Vielleicht Pinocchio. Ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren, wenn ihr eine Webcam habt. Ja, dürfte jedenfalls spannend werden. Aber das System an sich finde ich schon ganz cool, ja. Viele beschweren sich ja auch dann über das Kinect, dass sie dann überwacht werden, aber mit Webcam kann man ja auch, wie gesagt, einfach umdrehen. Es ist ja optional. Richtig, wenn daran Spaß hat. Ich finde es relativ witzig. Hat was. Es macht die Charaktere auch so ein bisschen persönlicher. Dann ist das, ne? Wenn ich sehe, dass der Benny eh nie lacht und auf eines Tages grinst du dann doch mal, weil irgendwas Witziges passiert ist. Weil ich gesehen habe, dass jemand einen riesigen Penis in die Landschaft gebaut hat. Genau. Ich habe heute im Internet einen Post gesehen, da stand irgendwie so da, für Köche bitte aus dem Essen keine Penisse formen. Und dann haben sie halt aus Bierflaschen Penis geformt, dann irgendwie Brot gebacken in Penisform. Ach, das war, Penis ist immer witzig, außer für Ellen Page. Aber anderes Thema. Ja. Gut. Ja, ich habe meiner Freundin gesagt, so junge Mädchen, jetzt können wir heiraten. Jetzt bin ich vom Markt weg, ne? Sie hat gleichzeitig geweint, hat gesagt, ja, Matthias Schweighöfer hat ja auch sein zweites Kind bekommen. Auch sie ist jetzt, er ist jetzt für sie vom Markt weg. Jetzt können wir endlich heiraten oder zusammenbleiben zumindest. Von daher, das ist sehr, sehr traurig mit Ellen Page. Aber viel Erfolg für sie. Was noch kommen soll? Endlich Wasser? Gibt's momentan im Spiel noch gar nicht. Das war eine gute Überleitung, ne? Nicht bei Ellen Page, nicht bei Matthias Schweighöfer, nicht bei Penissen, sondern in Landmark wird's Wasser geben. Das geht von Ozean, Seen bis fließendes Wasser, also Wasser, das man auch wirklich benutzen kann. Gibt's ja momentan noch nicht. Da wird man dann auch endlich den Eimer für benutzen können. Aber es gibt schon Leute, habe ich gesehen, die haben so schöne alte Brunnen gebaut, so verfallene Brunnen, wo man... Ich dachte, Mensch, das geht nicht. Die haben wie in Minecraft nur Voxel zur Verfügung. Aber wie sie es schaffen, daraus wirklich was Cooles zu machen, was eben nicht nur viereckig aussieht. Herrlich. Ich bin so richtig begeistert von diesem verdammten Spiel. Als nächstes kommen wir noch... Das ist sehr schön. Ja, Achievements kommen rein. Also das, was heutzutage rein muss, ist dann der Progress, der dann eben nicht mehr gelöscht wird. Momentan wird ja noch alles gelöscht. Salvage-System, das heißt, dass du Dinge, die du findest, kaputt machen kannst, um sie in Einzelteile wieder zu zerlegen...
Schatztruhen, all so ein Zeug, und dass man eben die ganzen Rezepte, die momentan noch automatisch freigeschaltet sind, sobald man die nächst höhere Handwerksstation baut, dass die Rezepte muss man eben auch erst finden oder sich herstellen lassen, all solche Dinge. Mal gucken, wie lange insgesamt der ganze Sandbox-Train, Hype-Train, der jetzt gerade durch die Landschaft tuckert, noch anhält. Mein Sony-Chef hat es ja schon für das Beste der Welt erklärt. Logisch muss er ja auch im Hinblick auf Teso. Gibt ja jetzt auch unglaublich viele Spiele, die mit dem ganzen Sandbox-Prinzip jetzt auf den Zug aufspringen. Ich meine, die Rift-Leute, du hast eben kurz angesprochen, Trial and Worlds machen ja dieses Trove, was auch genauso in die Richtung geht. Jetzt glaube ich gerade auf Steam veröffentlicht Windwalker, wenn ich mich recht erinnere an den Namen. Ja. Auch der bastelt, der was spielt. Diese ganzen, gibt ja auch viele von diesen Zombie-Spielen, die so ähnlich sind. Ich meine, das Rust zum Beispiel, da geht es ja auch erstmal viel um Bauen, soweit ich weiß. Hat Imke auch schon letztes Mal kurz erzählt. Also das ist schon spannend, wie sie auf einmal alle Sandbox für sich entdeckt haben, und das wird, denke ich mal, auch relativ bald dann zu einer kleinen Übersättigung führen. Aber andererseits, je mehr, desto besser, ne? Vielleicht haben wir auch irgendwie... Naja, so richtig ist es ja auch nicht, dass sie das alle entdeckt haben. Das ist ja immer das Fiese, was WoW nachgesagt wird, dass WoW das MMORPG, so wie es vor 10 Jahren war, zerstört hätte. Das ist ja totaler Bullshit. Dieses ganze Zeug von früher... Also wenn du an Ultima denkst, wenn du auch an das erste EverQuest denkst oder wenn du an Meridian denkst, Anarchy Online, diese ganzen Spiele gab es ja parallel auch immer wieder. Da kamen immer wieder neue Sandbox-Titel, nur kein Schwein hat sich dafür interessiert. Die haben dann halt ihre Spielerzahlen von, keine Ahnung, 40.000, 50.000 gehabt. Das ist natürlich für die Presse, die darüber schreibt, ist es nicht mehr wert als ein Artikel, Vorschau, Test, was na, Test wird schon schwierig. Mhm. Weil auch das Zielpublikum einfach nicht da ist und du schreibst ja nicht, um Papier voll zu kriegen, sondern du schreibst ja, damit es gekauft und gelesen wird. Und die ganzen Spiele gab es ja parallel, nur waren sie noch nicht so im Fokus drin. Und Sandbox hat natürlich den unglaublichen Vorteil für Entwickler, dass sie, wenn sie eine gute Idee haben, nicht selbst für Inhalte sorgen müssen, jedenfalls nicht so, in so einem großen Umfang. Also man sieht es ja bei Eve, da kommt jedes halbe Jahr trotzdem eine Erweiterung, eine kostenlose. Aber die ist ja jetzt nicht vergleichbar mit einer Erweiterung von einem herkömmlichen, also, oh Gott, von einem Theme-Park-MMORPG, von einem echten normalen MMORPG. Genau. Und was mit dem ganzen, auch mit dem ganzen Voxel-Hype, bei mir ist es mittlerweile so, dass Landmark für mich den Hype für die ganzen anderen Spiele so ein bisschen abgedingst hat, abgesaugt hat. Das heißt, ich interessiere mich, obwohl ich es gekauft habe, nicht mehr so für Cube World, was auch einfach an dem Entwickler liegt, der sich doch sehr viel Zeit lässt, da weiterzuentwickeln. Ich interessiere mich nicht mehr so richtig für Stonehearth. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, obwohl ich das erst vor ein paar Monaten unterstützt habe und die Alpha dort ja auch läuft und jetzt auch schon ein bisschen runterläuft, als noch beim letzten Mal, als ich reingeschaut habe. Ich interessiere mich nicht mehr so für dieses Trove, nicht mehr für Starbound. So bei allen denke ich mir, ja, die haben alle eine ganz coole Idee, einen ganz coolen Ansatz, aber irgendwie hat Landmark das auch alles mit drinne. Ja. Und packt eben da noch das Genre rein, was ich mag, nämlich MMORPG. Das heißt, dass ich das mit anderen in einer riesigen Welt zusammen machen kann. Und jetzt muss man sehen, wie sie es umsetzen. Eventuell fliege ich auch damit auf die Gusche und spiele am Ende doch wieder nur Minecraft. Ja, ich bin ja nie mit den Minecraft-ganzen Sachen und so warm geworden, weil halt eben ich da auch ein bisschen Technikguru bin. Sprich, ich brauche, das muss halt schick aussehen, das tut das Landmark für mich. Deshalb finde ich das sehr spannend. Aber ansonsten, wie sie alle, die du gerade genannt hast, sind ja eher so grafisch bescheidene Spiele, sagen wir es mal so. Und das hat mich halt immer abgeschreckt. Und gerade wenn man mit anderen Leuten zusammenbauen kann, wird's jetzt in dem Landmark, fände ich ja ganz witzig, ne? So, lass uns zusammentun und den Turm von Babel errichten, wir bauen den höchsten Turm der Welt oder sowas. Das könnte ja auch mal eine lustige Art des Wettstreitens sein. Wer hat den höchsten diesmal halt? Der höchsten ist doch Standard in solchen Spielen. Von solchen Schlingeleien, können wir uns ja nochmal in den Early Access auf Steam werfen, um jetzt mal wieder Werbung für unsere Lieblingsplattform zu machen. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit schon via Kickstarter dort ein Spiel gesichert. Und zwar ist das Dead State, ein Zombie-Survival-Spiel, wie es ja gerade so spät in Mode ist. Das allerdings jetzt aus einer ISO-Perspektive gespielt wird und so ein, ja, in den Kämpfen dann ein rundenbasiertes Rollenspiel wird. Auch das ist ja gerade schwer am Kommen. Und das ist, muss ich sagen, ist so das erste Kickstarter-Spiel, was ich gebackt habe, wo ich sage, naja, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Also es ist jetzt, ich habe jetzt eine kurze Version gespielt und es wirkt halt doch
sehr altbacken, muss ich sagen. Ja, das ist halt gar nicht irgendwie die Komfortsachen des heutigen Spielens einem bietet. Zum Beispiel, ich wache halt auf in so einer Station, kriege meine Story komplett in so riesenlangen Texten präsentiert, ja, mit kleinen Icons, nur Leute, die mich gerade ansprechen, ohne großartige Animationen und so weiter. Dann laufe ich halt in dieser Schulengebäude, wo wir geflüchtet sind, herum und bekomme einen Auftrag, hey, geh doch mal zu so einem komischen Laden und hol da was raus. Dann habe ich die ganze Karte dieser Schule abgescrollt, wo könnte denn dieser Laden sein und so weiter. Habe den partout nicht gefunden, habe meine Icons alle angeklickt, schon mal die Hälfte ausgegraut und so weiter. Bis ich irgendwann dann mal vor das Tor der Schule waren so ein paar grüne Felder. Und dann bin ich da mal hingelaufen und dort dann in den grünen Feldern, wo nichts passierte, als man reinlief. Aber als ich da drin stand, dann graute auf einmal mein Icon der Weltreisekarte nicht mehr aus, sondern wurde ansatzweise farbig. Und dann konnte ich wegreisen. Ja, dann ging eine Karte auf und ich konnte dann den Shop gegenüber quasi anklicken, wo ich hinreisen konnte. Ja, und das ist eine Sache, wo ich mir denke, ey. Dann kriegst du da Retro-Charme hin oder her, aber nicht in die Steuerungsideen von 1998 zurück, weil das ist einfach nicht notwendig, ja. Und das finde ich ist eigentlich relativ exemplarisch für einige von diesen Retro-Spielen, die es zu gut meinen. Es gab da bei den Retro-Ideen und bei den alten Spielen gab es auch einfach Sachen, die sind nicht mehr cool heutzutage, die sind einfach nur blöd gewesen. Die waren damals halt eine Notwendigkeit, oder weil es einfach noch keiner auf eine coolere, einfache, simplere Idee gekommen war, haben sie es halt alle nicht gemacht. Aber mittlerweile kann man das auch ruhig mal weglassen. Komplizierte Sachen sind blöd. Das braucht man nicht, ja. Und halt auch wegen der etwas mauen Präsentation konnte das Dead State leider für mich keinen Charme entwickeln. Im Endeffekt ist es so, wie heißt denn das, was erst auf der Xbox erschien, hilft mir auch irgendwas mit Dead, irgendwas mit, Weißt du, was ich meine? Da gab es ja noch so ein Zombie-Spiel, was erst auf der Xbox erschien, dann ein paar Wochen, Monate später auf den PC kam. Dead Island, aber das war doch indiziert, oder? Wie hieß es denn? Ich habe keine Ahnung von sowas. Zombie-Spiele sind nichts für mich. Ich noch auf Game, verdammt, ist auch egal. Vielleicht wissen ja einige Leute, was ich meine, und können es kurz in die Kommentare schreiben. Jedenfalls wirkt das Spiel, wie es da gab, wirkt auf mich genau das Gleiche. Du musst halt mit deinen Überlebenden so eine Basis dir aufbauen etc. und so weiter. Kannst denen Arbeiten zuteilen, kannst sagen, du sorg mal für neue Vorräte, geh mal auf Außenmission und du baust währenddessen mal noch einen Schlafplatz und solche Sachen und so weiter und so fort. Und das kannst du halt in dem Dead State erst auch tun, nur das andere Spiel, von dem ich gerade spreche, auf dessen Namen ich vielleicht nochmal nicht komme, hat das halt eben in einer ganz passablen 3D-Grafik schon gemacht. Und das ist jetzt schon fast ein halbes, dreiviertel Jahr raus, also auf der Xbox zumindest. Und das Dead State ist jetzt erst eine Early Access Version, würde ich sagen, naja, schade eigentlich, dass wir ein bisschen den Anschluss verpasst haben, finde ich. Ja, also das ist meine, bei solchen kleinen Produktionen ja immer die Gefahr. Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht genau, wer jetzt im Detail dahinter steckt. Ich beschäftige mich nicht mit jedem Kickstarter-Spiel so extrem, wie es manchmal das Spiel verdient hätte. Das sind die Double Bear Studios, heißen die, glaube ich, Big Bear, Double Bear, irgendwas in der Art. Ja, also wie gesagt, wer das auf Steam Early Access sieht, da würde ich momentan sagen, naja, wartet noch ruhig ein bisschen ab und könnt euch das dann kaufen, wenn es irgendwann mal fertig ist. Also von der Optik her und so weiter erinnert es halt direkt an Wasteland 2, was ich noch nicht gespielt habe. Double Bear Productions, tatsächlich habe ich recht gehabt. Nicht mit Double Fine verwechselt. Ja, und das ist dann, also ich will nicht sagen, ich habe bereut, dass ich mein Geld rausgeschmissen habe, aber ich würde es nicht nochmal unterstützen, sagen wir so. Das ist eins von den Spielen, wo ich etwas vom Kickstarter enttäuscht bin. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, aber traurig. Bei der Masse an Spielen, die du unterstützt hast, ist das doch egal. Zum Beispiel sehr schön, wo ich mich gerade wunderbar freue, ist, dass das Kingdom Come Deliverance, mein persönliches Highlight momentan auf Kickstarter, was noch jetzt, wenn wir diesen Cast aufzeichnen, noch genau einen Tag laufen wird, exakt 24 Stunden, und sie durchbrechen gleich die Millionen-Pfund-Grenze, obwohl sie nur 300.000 davon haben wollten, und haben damit auch das letzte veröffentlichte Stretch Goal erreicht. Ja, jauchzet und frohlocket, singet Halleluja, es wird einen Hundebegleiter geben in diesem Spiel jetzt. Ja, es ist doch ein geiles Stretch Goal. Der Hund, der läuft mit einem rum und schön, kann einem helfen im Kampf und so weiter und wird einen warnen, wenn man irgendwie schläft und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich sagen sie, wird es sogar ein paar Quests geben, wo der Hund mit eingebunden wird. Ich bin gespannt. Also,
Kingdom Come Deliverance auf den Hund gekommen. Hurra. Mhm. Mhm, das Wortspiel muss einfach sein, du weißt es. Naja. Naja. So, möchtest du noch was abwechselnd einen Monolog halten oder soll ich weitermachen? Ach, Monologe sind es ja bei mir nicht. Ich kann ja ganz gut im Dialog hier agieren. Weil wir gerade von diesen ganzen Kickstarter-Spielen gesprochen haben, da gibt's ja immer noch dieses eine, das ich aus purer Idiotie und Spaß unterstützt habe, nämlich Camelot Unchained, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass es nichts werden wird. Und dann haben die tatsächlich ihr Ziel erreicht und mein Geld wurde abgebucht. Und es war sogar nicht mal wenig, was ich da eingegeben habe, aber ist ja egal. Das wird jetzt nämlich richtig, richtig gut, habe ich gehört, weil sie, pass, jetzt kommt's auf. Ja, pass, jetzt kommt's auf. Charakterentwicklung, jetzt pass auf. Im Spiel haben wir zum Beispiel, dass sich der Charakter in der Größe verändern kann oder dass ihm Bärte wachsen können. Fett. Oder dass er Narben und sowas bekommt. Also all die Dinge, die irgendwann mal für Warhammer Online angekündigt waren. Ich wollte gerade sagen, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Aber gut, Warhammer Online hat es nicht geschafft. Ne? Ich meine, WoW hat auch immer schon Housing angekündigt. Bis jetzt irgendwann kommt ja jetzt. Hab. Was? Wo? Ja, kommt im nächsten Add-on, kriegst du sogar eine ganze Garnison, nicht nur ein Haus. Ist echt? Ich denke, irgendwann haben sie doch mal offiziell gesagt, es gibt nie mehr. Ja, also es ist kein richtiges Housing, sondern du wirst so eine eigene Minispiel, du wirst eine Garnison aufbauen können, wo du halt verschiedene Gebäude reinbauen musst, ausbauen musst, wo du NPCs anstellen kannst und wo du dann halt in der Welt rumlaufen kannst. Verstehe. Ja. Aber wie gesagt, Camelot Unchained, die schmeißen einen ja auch mit Updates zu. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind jetzt bei Update Nummer 98 angekommen, also bald ist die 100 voll. Und ich glaube, so gefühlt jeden zweiten Tag kriegst du irgendwie eine Update-Mail, was da jetzt irgendwie ganz toll noch kommen wird. Mhm. Ein sehr ambitioniertes Projekt. Ich weiß immer nicht bei solchen Spielen, ob es dann solche Details sein müssen, wie eben, dass meinem Charakter der Bart länger wachsen kann, meinem Zwerg. Ja, stimmt. Das ist, wenn der Zwerg wachsen würde, also an sich wäre ja schon quasi negativ, ne? Ja, kommt drauf an, wie klein man ihn vorher macht. Weiß ich nicht, kannst du dann bei der Charaktererstellung den Anfang und Endpunkt festlegen. Wäre dann bei Frauen zum Beispiel ganz interessant. Du spielst zuerst so eine Teenagerin und dann irgendwann hast du eine 25-Jährige und dann irgendwann eine 80-Jährige, wo dann nicht mehr gewachsen wird, sondern na, wachsen willst du da auch nicht. Ja, oder Ronan, nee, darfst du nicht sagen. Ne? Dann ist man wie enttäuscht, dass es Voxel-Grafik ist und keine Klötzchen. Ja. Aber die sollten sich lieber auf das Kernspiel konzentrieren. Ich meine, das ist ja auch kein Spiel, das irgendwie wie, keine Ahnung, Star Wars mit 100 Millionen finanziert wurde, sondern da ist ja nicht so viel Masse dahinter. Macht doch lieber ein richtig cooles Drei-Fraktionen-Spiel draus mit richtig guten PvP, mit coolen Klassen. Und wenn das alles funktioniert, wenn ihr das alles drin habt, dann kündigt solche Dinge an, wie wir kümmern uns jetzt das ganze nächste Jahr um Charakterentwicklung im Sinne von nicht von der Stärke. Das soll übrigens auch mit davon abhängig werden, je stärker dein Charakter ist, desto größer die Muskeln und all solche Dinge. Ja, dann baut doch so einen Spaß ein, aber oh, ich bin echt, also ich glaube, bei dem Spiel kann so viele Menschen so auf die Nase fallen und ich hoffe es oder wünsche es niemandem. Ja, oh Gott, ich finde es immer ganz nett, wenn sie solche lustigen Kleinigkeiten noch mit anpreisen und dann noch realisieren, was ja einfach ein cooles, knuffiges Randfeature ist, sagen wir es mal so. Ich weiß ja nicht, was du deine Spielzeit mit verbringen wirst. Du wirst es wahrscheinlich wahrnehmen und wirst sagen, ach guck mal, der langen Bart, der muss aber schon lange spielen, ja. Sowas in der Art. Aber es ist ja jetzt nicht so, oh, heute lasse ich meinen Charakter mal 24 Stunden lang online, damit sein Bart wächst oder sowas, ja, keine Ahnung. Aber halt glaub mir, auch diese Menschen wird es geben. Bestimmt, ja. Und dann geht es wieder darum, wer hat den längsten. Ja. Ja. Und für 5 Euro kannst du dir 2 Zentimeter dazu kaufen. Oh, ich sehe schon, dann kommt irgendwann das Wüten der Friseure als Event oder sowas, wenn da über die Bartschneider quasi Amok laufen und sich auf alle möglichen Leute stürzen, so ein bisschen wie dann Weiberfastnacht im deutschen Karneval, nur eben, dass nicht der Schlips abgeschnitten wird, sondern die Haarpracht in der Fresse. Mensch, Mensch. Ach du Grüne, nein. Ja. Verrückte Ideen. So, jetzt, was habe ich noch was gespielt kurz, und zwar Banished. Ist auch vor kurzem auf der Download-Plattform unseres Vertrauens erschienen. Was beeindruckend an Banished ist, erstmal, was ist Banished? Banished ist so ein bisschen
in Echtzeit laufendes Aufbaustrategiespiel im Mittelalter / Wirtschaftsdingsbums. Also du hast eine ausgestoßene Gruppe von Siedlern, die irgendwo im mittelalterlichen Nirvana gestrandet ist und sich ein schönes Dörfchen errichten muss. Und du musst halt dafür sorgen, dass die armen Kerls was zu futtern haben. Also musst du die entsprechende Gebäude dafür aufbauen. Sie brauchen natürlich, um Gebäude bauen zu können, Rohstoffe. Also musst du Flächen von Wald definieren und sagen, hier Jungs, da könnt ihr ein paar Bäumchen finden. Ihr müsst dann die Försterhütten errichten, die Klassiker, wie eben man das aus dem Anno oder von mir aus auch im SimCity, was in der Zeit zurückgereist ist, kennt. Ist ganz nett gemacht, grafisch auch in Ordnung und so weiter. Also schön 18,99 € kostet der Titel, glaube ich, gerade. Ganz cool, was ich sehr respektabel finde. Allerdings ist das ein Mann gemacht. Der hat sich halt eine Idee gemacht und hat dieses Spiel komplett durchprogrammiert und alles davon entwickelt. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwo bei den Kleinigkeiten Hilfe geholt hat, aber tatsächlich, die Firma dahinter ist ein Kerl und der hat das ganze Spiel in Eigenregie auf die Beine gestellt. Und das finde ich, muss ich sagen, sehr ordentlich. Und dafür muss es sich echt nicht großartig verstecken. Also das kann wir jetzt nicht behaupten, dass es mit einem Anno oder einem Tropico oder ähnlichen Titeln den Boden wischt. Aber weit davon entfernt ist es jetzt gefühlt auch nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe noch nicht viele Stunden darin versenkt, sodass es natürlich im berühmt-berüchtigten wirtschaftlichen Endgame da auch seine Schwächen haben könnte. Aber ich habe, also was ich von meinen Freunden, die es auch spielen, mitbekommen, die sind alle sehr angetan davon. Ich würde es mir jedenfalls mal angucken, wäre also ein kleiner netter Tipp und auf jeden Fall denke ich mal, ist der Mann auf jeden Fall, wird sich ein goldenes Näschen damit verdienen. Ja? Auch wenn es nur 18 € kostet, aber wenn es ein paar tausend Leute kaufen, dann sollte der auch schön Urlaub machen können. Ja, das muss ja nicht immer gut ausgehen, ne? Wenn da ein Mensch alleine so richtig gut geht. Sprichst du auf die Causa Flappy Birds an. Oder? Ja. Da habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, was da genau passiert ist. Ich habe irgendwann gesagt, okay, er schaltet das Spiel ab und es hat keinen Bock mehr. Aber warum schlussendlich? Hat er auch nicht gesagt. Also Flappy Birds, falls ihr es nicht kennt, ist so ein Spiel, das aussieht, als ob man durch Marios Röhrenwelt fliegen würde mit einem kleinen Vogel. Mhm. Und der Vogel fliegt automatisch nach vorn und man muss nur die Höhe korrigieren, indem man auf den Bildschirm drückt. Richtig langweilig. Ich habe selbst auch nicht gespielt. Erst dann, nachdem das Spiel abgeschaltet wurde, also eines Tages, meinte dann der Entwickler, das ist so ein Ein-Mann-Typ aus Asien, ich weiß jetzt nicht, welches Land, und ich möchte da niemanden irgendwie verletzen, deswegen versuche ich gar nicht zu raten, aus welchem Land er kommt. Meinte dann über Twitter, hier, mir wird das alles hier zu viel, ich werde das Spiel in 24 Stunden abschalten. Okay. Tatsächlich hat er es dann auch abgeschaltet, also das ist jetzt aus sowohl dem iOS-Store als auch dem Play-Store von Google ist es raus. Man kann es nicht mehr kaufen und dafür kann man es jetzt kostenlos im Internet spielen, wenn man Flash besitzt, also quasi für die PCs und die ganzen Läden von Apple und von Android, von Google und was es da alles gibt, sind voll mit Flappy Birds Kopien. Aber auf den Download-Charts gefühlt die ersten 10 Plätze nur irgendwie Floppy Bird, Flicky Fish und was weiß ich nicht alles. Also ganz viele Menschen, die ganz clever waren und gedacht haben, hey, das kopieren wir einfach mal, das Spielprinzip kommt hier gerade super an. Teilweise dann mit dieser Perversion von wegen, das war so ein Game-Over-Spiel, ne? Du bist gegen die Röhren geknallt, warst weg, konntest von vorne anfangen. Du hattest immer wieder ein Highscore, also du hattest ein Leben. Mit so Perversion von wegen, hier, bezahl doch jetzt 2 US-Dollar, dann bekommst du 3 Leben. Also alles das, was er nicht reingemacht hat. Er hat das Spiel kostenlos gemacht. Also wirklich ein kostenloses Spiel, es wurde nur immer am unteren Rand Werbung angezeigt und er hat wohl irgendwie knapp 50.000 US-Dollar am Tag durch Werbeeinnahmen bekommen. Das war sein Geschäftsmodell dafür und die Leute machen es jetzt eben diesen In-App-Käufen, von daher, ne? Kann man jetzt schon wieder sagen, ist das Spiel absichtlich so schwer, damit die Leute neue Leben kaufen? Ne? Was war zuerst da, Schwierigkeitsgrad oder In-App-Käufer? Auf jeden Fall ganz absurd. Aber Leute können alleine ganz offensichtlich tolle Dinge programmieren, wenn sie es drauf haben. Für mich ist das ja nichts. Na, machen wir eine wunderbare Überleitung daraus. Jemand, der auf der Spitze seines Ruhmes quasi sagt, ich habe keinen Bock mehr, ist auch der Ken Levine von Irrational Games. Kennt ihr vielleicht von herausragenden Spielen wie der Bioshock-Serie? Die haben nur die ersten und den dritten gemacht, ne? Der zweite war doch fremdproduziert. Frag mich nicht. Ich glaube, ich habe hier wirklich gar nicht gespielt. Ich habe nur den ersten und den dritten tatsächlich gespielt. Also Bioshock Infinite vor kurzem, was für mich einer der geilsten Shooter seit langem war. Aber darüber haben wir ja schon uns gestritten, Benny. Aber jedenfalls war es ein sehr guter. Das kannst, glaube ich, auch du nicht verneiden.
tolle Geschichte, aber ein mittelmäßiger Shooter. Aber das haben ja die anderen Leute nicht gehört bei unserem Jahresrückblickscast. Ach stimmt, das war es. Ja, genau. Ja. War auf jeden Fall. Ich glaube, das war aber auch eins dieser Spiele des Jahres von verschiedenen. Wir haben die Spiele ja so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben uns ja nicht getraut, die Dinge doppelt zu benennen. Ich glaube, ich hatte das als Spiel des Jahres drin. Ja, weil ich das Spiel grandios von der Geschichte fand, nur halt das Spielprinzip war. Wow. Ja, jedenfalls hat der gute Mann am gestrigen 18. Februar eine Bombe losgelassen und gesagt, nö, Schluss, ich mach die Firma jetzt zu. Wir haben es jetzt 17 Jahre lang gemacht hier, war geil, wir haben super Spiele gemacht, tolles Team und so, aber ich habe irgendwie keine Lust mehr. Reicht mir, ich möchte jetzt eine andere Art von Spielen machen und nicht mehr so ein Riesenprojekt leiten. Ich werde jetzt ein ganz kleines Mini-Studio auf die Beine stellen. Aber ich glaube, es ist nicht so ganz klar geworden, aber weiterhin mit 2K zusammenarbeiten möchte. Ja, doch, hat er gesagt, das ist die als Publisher bleiben. Ja, er sagt ja Entrepreneurial Endeavor at Take-Two. Und ja, was er jetzt genau da macht, das Team soll sich wohl mehr um Story-Sachen und solche Dinge kümmern, also mehr um die erzählerische Komponente. Haben sie ja bisher überhaupt nicht gemacht in ihren Spielen. Ja, man weiß nicht, was er jetzt genau da meint. Also ich finde es interessant. Ich habe mich sehr gewundert, dass er jetzt Schluss macht da quasi und der, glaube ich, 15 Leute behalten sie, glaube ich, und der Rest vom Team, der muss halt leider gehen. Das wiederum ist jetzt ja nicht so dramatisch unüblich, dass es Entlassungen in unserer Branche gibt, das wissen wir alle. Aber dass man einfach so eine sehr erfolgreich laufende Firma einfach mal so quasi zumacht und sagt, nö, jetzt nicht mehr, wundert mich doch schon. Also im Endeffekt ist es eigentlich doch sehr gegenläufig zu der normalen Entwicklung, dass wenn eine Serie gut läuft, du möglichst viele Ableger davon produzierst. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es mit der Rechtslage da für der Bioshock-Serie ist. Die müsste meines Erachtens nach stinknormal bei Take-Two verbleiben, dass die halt einfach eine andere Firma beauftragen können, da jetzt das nächste Bioshock nicht ganz Infinite zu machen oder sowas. Wo man jetzt, ist es dann, ja, wir müssen halt abwarten und ich finde trotzdem nur, es hat mich sehr gewundert, dass jemand, der so erfolgreich ist, dann einfach sagt, nö, ich brauche keine Lust mehr. Also ich verstehe es nicht so ganz. Das ist für mich wie so ein Top-Fußballspieler irgendwie 27, sagt so, ja, Champions League gewonnen, Meisterschaft, tschö. Ja, das hatten wir in den letzten Jahren ja häufiger mal, dass die Leute gesagt haben, aus dem Studio hauen wir jetzt ab, weil uns keine Ahnung. Wir dürfen ja nicht offen unseren Publisher kritisieren oder was auch immer, sondern wir machen einfach ein eigenes Studio, dass er jetzt aber sein altes Studio komplett dicht macht und damit ein paar Leuten, ich glaube 15 oder so waren es, umzieht und dann eine neue Firma gründet, anstatt, keine Ahnung, weiß man ja auch nicht, wie die rechtliche Lage dabei denn ist, ne? Wem da die Rechte an dem Studio gehören und wie, was, wo. Dass er nicht einfach sagt, okay, ich gehe jetzt hier und ich habe ein paar Leute gefragt, ob sie mitkommen, die wollen mitkommen und das Studio bleibt halt und macht bei Take-Two weiter. Merkwürdig. Ja. Vielleicht wollen sie ja demnächst dann auch Bier brauen. Hat das nicht auch mal einer von den BioWare-Gründern gemacht? Ja, genau. Ich weiß, ich habe die beiden immer verwechselt, welcher von denen es jetzt gesagt hat. Aber einer der von Doktor. Biertest. Ja, Doktoren sind sie ja beide, ne? Einer von denen wäre jetzt durch Biertester, wollte er, glaube ich, werden. Das ist mir auch direkt wieder eingefallen, die Nummer. So ein bisschen der Burnout der Großen. Ja, die einzigen, die nach wie vor unbeirrt weitermachen, sind Molyneux und Sid Meier. Man darf das aber auch nicht unterschätzen, ne? Das sind ja Leute, die 4-5 Jahre an einem und demselben Spiel hängen, von früh bis abends, teilweise dann ja auch. Bitte? Wenn es denn nur ein einziges Spiel ist, und die müssen halt so viele Sachen koordinieren, das ist ganz interessant. Ich arbeite jetzt ja auch bei einer Firma, die mit Spielentwicklung ein bisschen zu tun hat. Und wir treten gerade unsere Jungs, die Age of Wonders gerade machen, das von Triumph Studios, halt in Holland. Und was ich denen an Tag allein schon dem Studio-Boss da an E-Mails um die Ohren pfeffere, mit was für dämlichen Fragen ich den ständig nerve und was ich alles von ihm haben will. Ja, und ich bin halt quasi nur der Typ, der dafür sorgt, dass das Ding in Deutschland auf den Markt kommt. Und wenn ich mir vorstelle, da sitzt noch so ein Depp wie ich in Frankreich und in England und in Italien und in Amerika und sonst wo. Und der arme Kerl muss von denen auch jeden Tag so viele E-Mails allein schon das beantworten, was das an Zeit frisst. Und dann kommt dann der Grafikdesigner und sagt, huch, ich habe die rote Flagge leider blau gemalt, dann kommt dann der Level, dieser sagt, du, der Level, der wird nicht rechtzeitig fertig und dann kommt dann, keine Ahnung, der Technikmanager sagt, du, mit dem Netzwerkcode, ja, läuft noch nicht ganz so rund und was macht man jetzt da? Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass die natürlich kurz vorm Explodieren sind, ne? Vor allem, wenn es halt dann Studiochefs auch noch sind, die dann im Falle jetzt hier von Ken Levine wahrscheinlich noch irgendein Take-Two Aufsichtsrat, irgendwas, CEO, Supervisor, bla bla, da sitzen haben, der sagt, hier, die Zahlen sind jetzt aber nicht so gut. Wieso habt ihr schon wieder so viel Geld dafür Angestellte ausgegeben und so? Können wir nicht ein paar entlassen und so weiter? Und das kann ich mir vorstellen, dass es ein ganz schöner Stressfaktor ist, klar.
Extrem. Was ich ja sagen wollte, ist, dass wir bekommen das ja immer nur mehr oder weniger das letzte halbe Jahr mit, so diese PR-Offensive, wo sie auf allen Messen rumrennen. Na gut, da gibt's natürlich die Ausnahmen, keine Ahnung, Diablo, was 10 Jahre vorher gezeigt wird. Aber die meisten Spiele siehst du ja erst so ein Jahr, ein halbes Jahr vorher, dass die Entwickler da wirklich offensiv dann durch die Redaktion tingeln und auf Messen tingeln und was weiß ich nicht, irgendwelche Podcasts. Mittlerweile machen die ja auch alle Webvideos und schreiben da Blogs und was weiß ich nicht alles, dass da so richtig die Maschine losgeht. Als Außenstehender bekommt man nicht diesen Druck mit, den die über Jahre haben. Über richtig viele Jahre und ich wollte gerade noch irgendwas sagen, was ich vergessen habe. Ja, ist ja auch egal. Naja, jedenfalls schade, dass er geht, schade, dass die Firma so nicht weiter existieren wird. Ich hätte mich über das eine oder andere Bioshock noch gefreut. Wer weiß, was von den anderen. Einer der Punkte, den er, weil du es auch gerade angesprochen hast, einer der Punkte von ihm war ja, dass er jetzt wieder ein kleineres Studio haben möchte. Ihm sind eben diese 150 Leute, die da bei Irrational Games gearbeitet haben, dass ihm einfach zu viel, hat er gemeint. Und deswegen jetzt nur noch in einer kleinen Belegschaft. Mal gucken, was man heutzutage da noch für Spiele machen kann. Ich meine, da kommt so ein... Sehr gute, ne? In einem, was sie Bandisch bauen kann, was können dann 15? Haha. Nee, ich glaube, das denkt man halt immer nur, dass da... Wenn man diese Megaproduktionen hört, dass da halt eben diese Riesenteams so dran sitzen, ja, oder dass halt eine große Firma so viel Angestellte hat. Die normalen Entwicklerteams sind jetzt auch nicht so gigantisch groß in der Regel, ja. Ich glaube, was hat jetzt Blizzard, glaube ich, die Mannschaft von Titan irgendwie runtergedreht auf 15? Die machen halt auch weiter, machen da irgendwas draußen. Die werden halt auch irgendwann mit einem fertigen Spiel kommen, ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Ja, aber am Ende werden da schon noch ein paar mehr Leute dran gearbeitet haben. Und wir haben ja momentan bei den Videospielen das ähnliche Problem, was Hollywood hat oder was die Filmbranche hat. Du kannst realisieren, wenn du in einem ganz kleinen Team was richtig Cooles machst, oder du brauchst diese riesen Millionenprojekte. Alles so dazwischen, das geht mittlerweile so ein bisschen unter, was sicherlich auch an dem extremen Preisverfall von Videospielen liegt. Das heißt, dass du teilweise nach 2-3 Monaten bekommst du irgendwelche Blockbuster-Spiele, wo 100, 200 Leute dran gesessen haben, bekommst du für 20 Euro hinterher geworfen. Bioshock, der dritte Teil war so ein Ding. Den hast du nach 2 Monaten für 20 Euro bekommen. Klar. Und da kommt man sich als Kunde ein bisschen verarscht vor, wenn du da wirklich am Anfang 50 Euro hingelegt hast, wobei die meisten Spiele kommen ja für 40 oder so raus, wenn es nicht Konsole ist. Genau. Und dann hast du noch die Indie-Titel, für die du mal gerne einen Fünfer hinlegst oder auch mal einen Zehner. Aber wenn du da in der Zwischenspanne was machen willst, was mir sehr gut gefallen hat, worüber ich auch schon oft genug geredet habe, war Arklish Legacy, so ein 20-Euro-Titel. Der passt weder zu Indie für wenig Geld, der ist aber auch kein Blockbuster. So, die Leute interessieren sich nicht dafür, weil für 20 Euro sagen sie sich genauso gut, ich warte jetzt noch 2 Monate und dann kriege ich den Blockbuster, der gerade rausgekommen ist für 20 Euro. Warum soll ich mir denn so ein Zwischenprodukt holen? Weil die Zwischenprodukte oftmals tatsächlich die besseren Spiele sind, die viel mehr Spielzeit und viel mehr Spaß bieten. Ja, das muss man den Leuten aber bewusst machen. Und ich glaube, die Masse... ohne die verdammen zu wollen, sondern ich glaube, dass es etwas ganz Natürliches ist. Die Masse achtet nicht darauf, macht sich da keine Gedanken drüber, die wollen einfach nur gute Spiele spielen. Und wie gesagt, momentan wirst du ja auch rund um die Uhr das ganze Jahr mit irgendwelchen Blockbustern zugehauen. Also gut, letztes Jahr war für Rollenspieler ein Kackjahr. Da gab es keine richtig coolen Spiele. Dieses Jahr, das ist ja absurd, was jetzt im März und im April kommt. Ich weiß nicht, wohin mit meiner Zeit. Das ja, Und vielen, vor allem was gegen Ende des Jahres noch alles kommt, ne? Sei es mal mit Lord of the Fallen wird es wahrscheinlich anfangen, dann Witcher 3, Dragon Age 3, ist alles noch Sachen, die noch zumindest angekündigt sind. Wobei ich da bei einem Witcher und bei einem Dragon Age noch nicht so ganz von überzeugt bin, dass die es dieses Jahr noch schaffen, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Da kommt schon einiges, ne? Dark Souls, jetzt ist heute, glaube ich, habe ich wieder irgendwo den Launch-Trailer von Sacred 3 rumgeistern sehen und sowas. Was? Ist das immer noch in Entwicklung? Das hat mich auch gefragt, ja. Das ist eine gute Sache. Ich habe ihn heute auf jeden Fall nochmal gesehen. Der lief irgendwie auf Facebook, war es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er jetzt neu ist oder so weiter. Ich muss mal gerade gucken. Doch, ja, genau. Soll im Sommer schon erscheinen. Tatsächlich. Wurde also entwickelt, ja. Ist auch an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe es das erste Mal präsentiert bekommen auf der Gamescom, das war im Juni 2012. Ja, also gut vor 2 Jahren, das ist ja normal. Aber danach habe ich eigentlich überhaupt nichts mehr von dem Ding gehört. Ja. Es kam irgendwie dieser Sacred Citadel, dieser komische Side-Scrolling-Ableger. Oh Gott, ja. Das war's. Und von daher kommt das jetzt wohl im Sommer. Ja. Dann, klar, Divinity kommt noch, unser
unser Sacred Killer. Ich kann ja jetzt verraten, wo ich meinen Spitznamen, den mir meine Freundin gegeben hat, her habe. Den habe ich nämlich Sacred 1 zu verdanken. Was ist der Spitzname? Da gab es so kleine Goblins, die über die Wiesen gerannt sind und die ganze Zeit gerufen haben, Schniepel! Schniepel? Ja, ist dir das nie aufgefallen, weil Sacred so permanent kam aus dem, damals haben wir ja noch getrennte Wohnung gehabt, wenn sie da war, kam permanent aus den Lautsprechern, Schniepel! Das ist dein Spitzname, ja? Das ist jetzt mein Spitzname, ja. Gut, viel Spaß damit. Ich finde ihn aber auch sehr passend, weil ich einen sehr schönen Schniepel habe. So hätten wir auch das geklärt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Gut, ja, wollen wir den Cast mit Bennys Schniepel beschließen, oder? Nee, da kommt noch was. Ich habe nämlich auch was gespielt, das übergehst du jetzt einfach, das ist total Ach so, entschuldige, dreist. Wolltest du mir gar nicht, ich habe das verdrängt. Ja, das ist sehr, sehr schade, dass der Carsten nicht da ist, denn der Carsten, das ist ja unser kleiner Nerd, was Final Fantasy angeht. Yeah. Wohin ich mit Final Fantasy nie so die schönsten Momente verbunden habe. Also auch mit dem Siebener, mit diesem spektakulären Tod, wo ja anscheinend viele Menschen weinen, der hat mich relativ kalt gelassen. Weil ich mit der Serie irgendwie nicht so richtig rankam. Liegt einerseits an einem Kampfsystem, andererseits auch an diesem asiatischen Erzählstil, der nicht immer gut sein muss. Ich fand ihn bei Ni no Kuni wunderbar. Final Fantasy war so ein bisschen, ach, da war mir zu viel Pathos drin. Und jetzt ist eben Final Fantasy 13 Lightning Returns, oder andersrum, Lightning Returns Final Fantasy 13 rausgekommen. Und damit ihr jetzt nicht denkt, dass das Final Fantasy 13 ist, denn das kam ja schon 2012, wenn ich mich nicht irre, raus. Nee, ist es nicht, denn Final Fantasy 13 besteht aus drei Teilen. Einmal Final Fantasy 13, dann Final Fantasy 13 2 und, um die Leute zu verwirren, jetzt Lightning Returns Final Fantasy 13. Ohne 3 dahinter. Ja. Ist der Abschluss der Trilogie ein bisschen gestreamlined und gleichzeitig Probleme der ersten beiden Teile rausgenommen. Also man spielt nur noch einen Charakter, nicht mehr in der Gruppe. Und hat gleichzeitig jetzt eine offenere Welt vor sich. Es ist noch immer keine richtige Open World, aber doch eine relativ offene Welt. Also vielleicht kannst du dich daran erinnern, der erste Final Fantasy 13 war so ein Schlauchding. Da haben sich viele, viele Leute drüber aufgeregt, dass du, ich glaube, knapp 30 Stunden spielen musstest, bis du mal in diese Open World kamst. Schön, dass du das so sagst und mir unterstellst. Das finde ich nett von dir, das ehrt mich natürlich, aber ich habe noch nie in meinem Leben irgendein einziges von diesen Final Fantasy-Dingern angepackt. Echt? Nö. Hat mich absolut null Interesse. Irgend so ein Japano-Kram, ich bin raus, vielen Dank. Das ist, ach. Ich bin ignorant, ich weiß, ja. Nee, bist du überhaupt nicht. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Also man muss sich an diese Serie herangetrauen. Was mir jetzt bei dem 13. Teil sehr, sehr gut gefallen hat, eben, dass sie viele Probleme der ersten beiden Teile angegangen haben. Das heißt, einerseits das Kampfsystem ist ein bisschen schneller geworden, actionreicher geworden, wo einige Leute schon bei den ersten Videos wieder Angst hatten, oh Gott, dieses typische, ne, Action-Kampfsystem und keine Taktik mehr dahinter. Aber das ist es nicht geworden am Ende. Das heißt, man spielt nur noch mit Lightning. Also das ist so einer der Charaktere aus den ersten beiden Teilen. Ist der mit der Mütze? Nee, das ist ein Mädchen mit pinken Haaren oder rosa Haaren. Das ist ein ganz helles, können alt rosa an, englisch rosa, ich weiß es nicht. Eine junge Dame, die sehr, sehr lange im Kristallschlaf lag. Warum auch immer, ist egal. Und auf jeden Fall spielt es in einer Welt, die 500 Jahre nach den anderen Teilen spielt, wo alle Menschen unsterblich geworden sind. Das heißt, es gibt keinen natürlichen Tod mehr, aber die Leute können trotzdem noch an Krankheiten und Unfällen und so weiter sterben. Das Ganze hat natürlich auch eine negative Seite. Die Leute können keine Nachkommen erzeugen. Das heißt, die Leute altern einfach nicht. Es gibt Kinder in der Welt, es gibt Erwachsene in der Welt und niemand wird einfach älter. Und zudem das große Übel ist, in wenigen Tagen wird die Welt untergehen, das Chaos wird die Welt verschlingen. Und jetzt geht's eigentlich nur noch darum, dass Gott der Meinung ist, dass er die Welt nicht retten kann, nicht retten möchte. Und Gott holt Lightning aus ihrem Kristallschlaf raus und trägt ihr auf, doch so viel wie möglich Seelen zu retten, innerhalb von maximal 13 Tagen, um am Ende dieser 13 Tage eben eine neue Welt zu schaffen, wo dann diese geretteten Seelen hingehen können. Und Lightning bekommt nur so einen kleinen Bonus obendrauf. So, das ist so eine kleine Abmachung.
Also man spielt ja Lightning und man macht das alles, was man da tut, nicht, weil man Gott ganz toll findet und ihm helfen will, sondern man macht das aus eigenen Beweggründen, die ich jetzt einfach mal nicht verraten möchte, weil vielleicht haben ja einige Leute noch vor, diese Spiele zu spielen. Denn es lohnt sich sogar. Denn der zweite Teil, der war schon richtig gut. Ich glaube, der Carsten hat ihm eine 8,0 gegeben bei Gamers Global. Mhm. Und den 13 hat er jetzt mit einer 8,5 bewertet. Ich weiß noch nicht, wie ich den bewerten werde für meinen Test. Wahrscheinlich nicht ganz so gut. Das ist ja nichts Neues von dir. Ja, das ist... Ach komm. Du alter Schlingel. Meine Tests sind immer gut begründet. So. Das habe ich ja nicht behauptet, dass das was anderes ist. Aber kritisch ist es ja auch, ne? Natürlich. Wäre ja gut unterhalten werden. Auf jeden Fall spielt man jetzt in einer offenen Welt. Man trifft auf sehr viele Charaktere der ersten beiden Teile, die sich alle geändert haben. Denn das Interessante ist, was Square Enix da versucht, versucht unterschiedliche Stadien oder unterschiedliche Reaktionen auf den Weltuntergang und auf die Unsterblichkeit zu beschreiben. Also es gibt eine Stadt, die gebaut wurde, wo alle Leute nur feiern, weil sie wissen, dass die Welt untergeht und warum sollen wir nicht nur im Glück leben? Es gibt natürlich eine Stadt, wo alle sehr, sehr religiös sind. Einfach aus dem Grund, dass Gott wird uns schon irgendwie retten, so wenn wir sehr religiös sind. Es gibt die Naturanhänger, die glauben, dass das alles nur richtig ist, wie es jetzt passieren wird, dass sie, wenn sie in Einklang mit der Natur leben, dass das quasi eine Erlösung ist von ihrem Leid, weil sie diese Unsterblichkeit als Martyrium ansehen. Auch da wieder, ne? Es gibt dann halt die Gruppierungen, die eben verzweifeln an ihrer Unsterblichkeit, sie einfach keine Freude mehr empfinden, weil sie seit 500 Jahren einfach nur leben und ihnen der Entdeckungstrieb, der Lebenswille ausgegangen ist. Es ist teils sehr interessant und was sie richtig cool gemacht haben, der zweite Teil basierte ja auf Zeitreise und es gab zwei parallele Welten, die jetzt eben vereinigt sind zu einer. Das ist alles ein bisschen einfacher gemacht, das ist sehr angenehm. Und diesmal geht's nicht um Zeitreisen, diesmal geht's um Zeitmanagement. Das Spiel läuft in Echtzeit, also in einer gerafften Echtzeit. Das heißt, man hat maximal 13 Tage Zeit, dann wird die Welt untergehen. Und je mehr Seelen man an jedem Tag rettet, desto mehr Zeit bleibt einem zur Verfügung. Also ich habe momentan in meinem zweiten Durchgang auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, den muss man nämlich erst freispielen, habe ich jetzt 5 Tage nur Zeit. Insgesamt wäre ich dann bei 7 statt 13, weil ich sehr viele Quests noch nicht gemacht habe. Also man muss, je mehr Quests man macht und mehr Seelen man dadurch rettet, desto mehr Tage hat man am Ende gewonnen für die Menschen. Das ist ein ganz putziges System, denn jeder Tag besteht aus 24 Stunden, logischerweise, und jede Stunde besteht, sind so rund 3 Echtzeitminuten. Mhm. Das heißt, wenn du durch die Stadt durchläufst, vergeht die Zeit einfach die ganze Zeit. Sobald du in Menüs drin bist, wird pausiert, bei Kämpfen wird es pausiert. Und das hat einen ganz, ganz interessanten Kniff für das Spielsystem, denn man kann die Quests nicht zu jeder Tageszeit machen, sondern dann gibt es einfach Stadtteile, die sind zu einer bestimmten Uhrzeit gesperrt. Mhm. Oder du musst auf einen Markt gehen und irgendwelche Dinge einkaufen für eine Quest und die Läden haben logischerweise in der Nacht zu. Oder du musst irgendjemanden so ein bisschen Deus Ex-mäßig verfolgen im Schatten. Der läuft logischerweise nur in der Nacht rum, nicht tagsüber, weil tagsüber wäre ja blöd, wenn er da irgendwie konspirativ vorgehen würde. Und all solche interessanten Dinge, an die man sich erstmal wieder als Spieler gewöhnen muss. Also als ich in das Spiel reingekommen bin, die ersten 2 Tage bin ich recht planlos durch die Gegend gelaufen, weil das Spiel zwar Hilfen gibt, aber nicht so viele Hilfen. Also es gibt ab und zu, sagt es dir logischerweise, das und das kann nur dann passieren. Aber auch manche Dinge, die einfach logisch sind, musst du eben selbst kommen, wie das Läden nur tagsüber geöffnet haben oder das, keine Ahnung, Friedhöfe sonst wann gesperrt sind und all solche Dinge. Und deswegen bin ich am Anfang nur rumgelaufen und habe gesagt, so, ich habe hier noch 3, 4 Nebenquests, warum kann ich die nicht lösen? Das ist doch, ich renne hier rum, ich finde die Leute nicht, das geht mir alles so auf den Sack, bis ich mich dann eben mal reingefuchst habe und die wirkliche Qualität entdeckt habe. Kampfsystem ist dadurch, dass man nur noch alleine unterwegs ist, ganz interessant gemacht, weil die Lightning 3 verschiedene Ausrüstungssets tragen kann. Die bestehen aus einer Rüstung, einem Schwert, einem Schild und 4 Fähigkeiten, die man festlegen kann. Und dazu noch 2 Schmuckstücke. Und so baut man sich seine 3 Sets zusammen und die kann man jederzeit im Kampf durchwechseln oder muss sie sogar durchwechseln, denn jede dieser 3 Kampfsets hat eine eigene, wie heißt das Ding, ATB-Leiste, wenn ich mich nicht irre. Okay. Action Time. Also. Das ist dieses seit Final Fantasy 4. Ich komme gerade echt nicht auf die Abkürzung. Dieses System, dass man eben nicht in Runden kämpft, sondern dass jeder Angriff, den man macht, verbraucht einfach einen Teil der Energie und die Energie lädt sich mit der Zeit wieder auf. So dass du eine Mischung aus Runde und Echtzeit hast. Also die Kämpfe laufen in Echtzeit ab, aber dadurch, dass du ja zeitbeschränkt bist,
hast du so eine Art Rundensystem drin. Hm. Ist, glaube ich, relativ verständlich, wenn ich das mal so einfach lasse. Und alle drei Ausrüstungssets, die man hat, kann man fliegend wechseln im Kampf und jede dieser drei Sets hat seine eigene Leiste. Das heißt, ich kann, hab das erste Set, mit dem fange ich den Kampf an. Das ist mein rotes Set, nenne ich das jetzt einfach mal. Mit dem schlage ich 10-mal zu, dann ist meine Leiste verbraucht, also wechsle ich auf mein zweites Set, mach da 5 Kettenblitze, wechsle auf das dritte Set, mach da, blocke den Angriff des Gegners ab, weil auch Blocken und solche Ausweichwerte, Fähigkeiten verbrauchen diese Energie. Und dann kann ich wieder auf mein erstes wechseln oder wechsle wieder auf das zweite zurück. Und so hat man eben noch diese Taktikkomponente drin, obwohl man nur einen Helden hat. Dass man permanent zwischen diesen drei Sets wechseln muss, dass man die alle drei eben mit unterschiedlichen Fähigkeiten belegen muss. Die Gegner reagieren auf die Angriffe unterschiedlich. Also ein Teil der Gegner kann man mit physischen Angriffen eben zusetzen, ein Teil mit Feuerangriffen, Blitzangriffen, Frostangriffen und all solche Dinge. Dazu kann man die Gegner noch immer in so einen Schockzustand versetzen, wenn man rausbekommen hat, worauf der Gegner wirklich anfällig ist. Wapper, so seine Lebensleiste hat so eine Interferenz, die immer stärker wird und wenn man die eben hochgebracht hat, dann wird er für ein paar Sekunden gestunt, dann kann man richtig Schaden austeilen. Das wird auch alles im Spiel abgespeichert in so einer Art Almanach und so kannst du dich nach und nach, je länger du spielst, weißt du einfach, wie du gegen bestimmte Gegner vorgehen musst. Sodass die dann teilweise in Sekunden erledigt sind, weil du weißt, okay, da muss ich jetzt angreifen. Das ist alles recht komplex gemacht, macht sehr viel Spaß, nur hat es das Problem, dass es eben so ein japanisches Grind-Spiel ist. Vielleicht, wenn man Pokémon gespielt hat oder Ni no Kuni, man macht permanent Kämpfe gegen ein und dieselben Gegner. Hm. Und das kann sehr, sehr nervig werden. Bei allen anderen Spielen hat man das Glück, dass man für jeden Kampf, egal wie wenig es ist, aber man kriegt Erfahrungspunkte dazu. In Final Fantasy Lightning Returns kriegt man keine Erfahrungspunkte mehr für diese ganzen Scheißkämpfe. Das heißt, man macht diese Kämpfe, weil die Gegner vor einem sind und man nicht an ihnen vorbeilaufen kann. Ach so. Dann kriegt man halt ein bisschen Gil dafür, also ein bisschen Ingame-Gold. Mhm. Faszinierend. Ja, also setzt gleichzeitig seine Spezialfähigkeit, also man kriegt einen kleinen Bonus auf seine Spezialfähigkeiten. Man hat 5 Punkte für seine Spezialfähigkeiten, jede Spezialfähigkeit verbraucht eine bestimmte Anzahl von Punkten und für so einen Minikampf bekommst du dann halt 0,1 Punkt wieder. Machst halt 10 Kämpfe und hast einen Punkt wieder aufgeladen. Das macht unglaublich viel Spaß. Die eigentlichen Charakterattribute kannst du nur über diese 3 Ausrüstungssets verbessern. Mhm. Das heißt, dass du dir neue Ausrüstung kaufst, neue Schilde kaufst, neue, was weiß ich nicht, alles kaufst, oder indem du Nebenmissionen erledigst, dann bekommst du halt permanente Boni wie 10 Lebenspunkte und so ein Zeug dazu. Das ist schon ein bisschen nervig, weil gerade am Anfang hast du eben diesen extremen Zeitdruck drin, dass du denkst, oh Gott, ich habe nur 13 Tage Zeit, ich kann doch jetzt hier nicht doof rumstehen, ich kann mir doch jetzt diese offene Welt nicht angucken, wenn ich jetzt hier nur blöd rumlaufe, ist doch kacke, ich muss doch was erledigen. Finde ich aber schon mal super, dass es im Spiel auch wirklich mal umgesetzt wird. Weil normalerweise hast du immer, das war ja schon ganz, ganz altes Spiel, ich meine Sternenschweif zum Beispiel hat sie damals, glaube ich, schon gemacht. Oh Gott, ihr habt nur 20, 30 Tage Zeit, hier Aventurien, Riva zu retten, was auch immer. Und dann, aber die Zeit lief halt die nicht runter. Die Orks haben euch überfallen. Ja, genau, die Zeit lief halt nur dann runter, wenn es gescriptet quasi war, sagen wir mal so. Also, oh, du hast geschlafen, ja, jetzt ist ein Tag vorbei. Ja, und wenn du das halt nicht gemacht hast, dann ging der Tag nicht zu Ende. Das war halt so ein bisschen... Das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, wenn man so einen Zeitdruck in ein Spiel eigentlich einbaut dann. Ja. Es trägt unglaublich zur Atmosphäre im Spiel bei. Dazu natürlich die ganzen skurrilen Charaktere, kleine Mädchen in viel zu kurzen Röcken, also ein Zeug, eben was für Japaner normal ist. Mir hat die Philosophie im Spiel sehr, sehr gut gefallen mit diesem Vergänglichkeit. Mir hat natürlich auch sehr, sehr gut gefallen, wie sie Story-Twists reingebracht haben für einzelne Charaktere, die man seit teilweise eben schon 2 Spielen vorher kannte. Also so ein bisschen Richtung Mass-Effekt, der dritte Teil, wo du da jetzt endlich zu einem Ende kommst und dann nochmal so, wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Fand ich auch sehr nett, in der Pressemappe stand noch drin, egal, in keinem Test, ihr dürft nichts darüber schreiben, spoilert den letzten Akt auf keinen Fall, ihr dürft nichts darüber sagen, ihr dürft zu dem Charakter nichts sagen und zu dem Charakter nichts sagen und zu dem Charakter nichts sagen. Und hast du natürlich trotzdem gemacht. Nee, der Test kommt erst bei uns. Ich wollte nur jetzt den Cast langsam ausklingen lassen. Ja, bitte. Ja, bitte. Eine Sache noch, die heute angekündigt war, ein Namen, den man in Deutschland lange nirgendwo lesen durfte. Doom bekommt nämlich einen vierten Teil.
was jetzt die Entwickler von Bethesda in ihrem neuen Video quasi von Wolfenstein The New Order angekündigt haben. Da kommt nämlich eine Beta-Einladung zu Doom 4 vor, wenn man vorbestellt. Und ja, das ist doch mal eigentlich eine ganz nette Nachricht. Mal gucken, was sie daraus jetzt machen. Doom 3 bin ich nicht mehr so glücklich gewesen damals. Die ersten, mein Gott, sind halt viel zu lange her, um sie noch als ernstes Spiel heute zu sehen, finde ich. Aber immerhin, sie sind nicht mehr indiziert. Das ist ja auch schon mal etwas, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie sowas damals auf dem Index landen konnte. Roter Pixel trifft braunen Pixel und drei rote Pixel fallen raus. Oh Gott. Die armen Kinder. Naja, das war damals schon in jedem Teststand drin, ne? Fast schon fotorealistisch. Also seit Mitte der 90er, seit ich Magazine gekauft habe, stand das in jedem Test drin. Sicher, und im Fernsehen lief Predator. Ich meine, darüber lässt sich jetzt streiten, was da schlimmer ist, ne? Ich finde es mittlerweile schlimm, was heutzutage nicht auf einem Index oder ab 18 landet. Ja, hast du vollkommen recht, ja. Gut, das können wir beim nächsten Cast mal irgendwann erwähnen. Ja. Ich denke, das war's auch mal. Wir haben ja wieder einiges gespielt und mal gucken, was in den nächsten Wochen und Tagen so rauskommen wird, was wir uns wieder zu Gemüte führen können. Irgendwas, was du so im Auge hast, worauf du dich freust in den nächsten Wochen? Dark Souls. Das ganz klar. Das dachte ich mir. Mitte März, ne? Oh Gott, ja, ja. Es ist nur noch 3 Wochen, glaube ich. 4 Wochen? Oh Gott. Es ist unter einem Monat, also das habe ich noch gemerkt. Ich weiß es witzigerweise nicht mal genau. Dark Souls freue ich mich sehr drauf. Was ich mir unbedingt jetzt angucken möchte, ist die Star Wars Erweiterung. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Mhm. Dieses Weltraum-PvP-System. Ach so, das gibt es schon länger, ja. Dann ganz fies, irgendwie hat in Guild Wars 2 geht gerade irgendwas total ab. Löwenstein zerstört ja, was? Ja, das ist Event, man kann Löwenstein verteidigen. Ja. Seit heute oder seit gestern müsste es live sein. Habe ich dummerweise halt auch noch nicht mitbekommen, weil ich einfach noch keine Zeit hatte, weil wir momentan noch an was anderem basteln und die Tests nebenbei und Heftproduktion, das ist Brüll. Ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Demnächst wieder mit mehr weiblichen Noten im Cast, hoffe ich. Und vielleicht kriegen wir auch den Herrn Scholz irgendwann mal überredet, wieder dabei zu sein. Das Arbeitstier, wie wir ihn noch nennen. Ich habe doch keine Zeit. Genau. Und ja, dann macht's gut, bis neulich und wir hoffen auf viele kontroverse Kommentare. Ja, ciao, ciao. Tschö.